Grüß den Kunschinen und alle miteinander. Ich darf euch recht herzlich für den heutigen Abend begrüßen. Bevor es losgeht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir den heutigen Abend aufnehmen, dass die Natur unserer Idee heute nicht da sein, sich morgen online anschauen können. Die Kandidaten haben sich damit einverstanden erklärt und das Publikum wird nicht gefilmt. Und weiterhin möchte ich auch suchen, dass ein keine Wohlwerbung oder Werbematerial umgereicht wird. So, jetzt kurz zu uns. Da viele wahrscheinlich noch nie etwas von Jugendparlament gehört haben, möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns kurz vorzustellen. Ich bin die Barbara Rechenmacher, die derzeitige Präsidentin von Jugendparlament. Ich bin 23 Jahre alt. Ich arbeite im Familienbetrieb auf der Obleitalm im Pfossental. Neben mir ist der Martin Kofler, er ist 19 Jahre alt und gelernter Hydrauliker. Der Johannes Huber kann heute leider nicht dabei sein, er ist 23 Jahre alt und arbeitet bei der Harley-Davidson in Bozen. Der Peter Wellenson hat den beim Eingang begrüßt, er ist 23 Jahre alt und Werbegrafiker. Die Franziska Genette ist 22 Jahre alt, sie wird noch mit Mikrofon umgehen, sie studiert derzeit in Wien. Wir fünf sind seit 2012 Teil von JUPA. Und heuer neu dabei sind nochmal ich, Spechtenhauser Amira, ich bin 18 Jahre alt. Mache das Sprachengymnasium in Meran. Nur dabei sind der Nikolaus Stabinger, er ist 17 Jahre alt und Kochlehrling, kann deswegen heute auch nicht dabei sein. Der Claudio Mastro Matteo, er ist 16 Jahre alt und geht ins Realgymnasium in Schlonders. Auch er wird noch mit dem Mikrofon umgehen. Die Anna Bichler, 16 Jahre alt und geht in sozialwissenschaftliche Richtung Kunst und Grafik in Meran. Und der Simon Platzkummer, 15 Jahre alt und ist Schüler an der TFU Meran. Außerdem können alle Gemeinderäte unter 35 Jahren beim JUPA auch dabei sein. Und als Beisitz ist eben der aktuelle oder die aktuelle Jugendreferent oder Jugendreferentin dabei und auch jemand aus der offenen Jugendarbeit. In ein paar wird das JUPA sicher schon ein Begriff sein, in vielen sicherlich noch nicht. Das JUPA ist ein politisch neutrales und parteiunabhängiges Gremium. Schon seit 2006 können mehrere Jugendliche dadurch unsere Interessen in der Gemeinde vertreten. Und das war ein kleiner Rindblick für uns. Kurz noch zum heutigen Abend. Wegen der aktuellen Covid-Situation war es uns leider nicht möglich, wir sind allem eine Veranstaltung mit allen Kandidaten von allen Parteien zu organisieren. So tut uns wirklich leid, da die ganzen Gemeinderatskandidaten so keine Möglichkeit gehabt haben, sich vorzustellen. Aber wenigstens haben wir gekannt, die kleine Runde mit den vier Bürgermeisterkandidaten auf die vier Stellen. An der Stelle möchten wir uns bei Werner Albrecht, Jonas Christanel, Zeno Christanel und Tobias Gritsch bedanken, dass sie sich sofort bereit erklärt haben, heute bei den Oben dabei zu sein. Außerdem begrüßen darf ich die Jutta Wieser, unsere Moderatorin für den heutigen Abend. Sie ist freie Mitarbeiterin bei der Reihe und bringt deshalb ganz viel Erfahrung für den heutigen Abend mit. Danke nochmal dir, Jutta. Die Franziska und der Claudia werden dann noch mit dem Mikrofon umgehen. Bitte nimmst du das Mikrofon nicht aus der Hand, sie werden es eigentlich reichen. Außerdem darf ich eigentlich bitten, durch die aktuelle Covid-Situation bitte die Mundmaske so weit es geht, allem aufzuhalten. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass ihr alle heute da seid und schönen Abend denken alle miteinander. Jutta, ich gebe dir das Wort. Dankeschön. Ja, danke Barbara, danke Martin, danke Amira. Ich bin ehrlich gesagt total fasziniert von der Tatsache, dass es ein Jugendparlament in Naturns gibt. Und ich finde, diese Einrichtung sollte es eigentlich in jeder Gemeinde geben, würde ich mir persönlich wünschen. Weil gerade in dieser Zeit jetzt, aber generell, also es hat jetzt nichts mit der Covid-Pandemie zu tun, sondern generell ist es wichtig, junge Stimmen zu hören, was die Jungen denken und das auch ernst zu nehmen, was sie denken. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Sie selber jetzt gesagt haben, die Natur zu erkennen, das Jugendparlament, gar nicht so gut. Immerhin gibt es das jetzt schon seit 14 Jahren, aber ich bin wirklich froh, dass ihr heute diese Veranstaltung organisiert habt. Ich bin auch froh, dass Jugendliche politisch aktiv sind und diese Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, weil ich auch gehört habe, es hat jetzt sonst keine Diskussion mit allen Kandidaten gegeben. Abgesehen jetzt von den drei Parteien, die wir hier vertreten haben, SVP und dann haben wir den Herrn Gritsch als Unabhängigen von der Südtiroler Freiheit und Werner Albrecht mit seiner neu gegründeten Liste für Naturns, stimmt der Name, für Naturns, gibt es ja auch noch die Bürgerliste Zukunft Naturns, die keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellt. Ich kenne Ihre Gemeindevertreter leider nicht, ich möchte nur wissen, ob jemand da ist von dieser Bürgerliste, vielleicht mit Handzeichen sich kurz melden.
Sehr schön. Sie haben auf jeden Fall auch heute mit Mikrofon die Gelegenheit, sich einzubringen und auch von den letzten 5 Jahren zu erzählen, wenn Sie möchten, wenn Sie sich gerne einbringen möchten. Ja, ein Hinweis, wie gesagt, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Ich merke aber, das Interesse ist sehr groß. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich habe vor, sehr viel Zeit auch Ihnen zu widmen, das heißt, dass Sie Ihre Fragen anbringen können, weil es geht ja im Grunde darum, dass Sie heute diesen Abend nutzen können, um besser entscheiden zu können, wo Sie Ihr Kreuzchen dann am Sonntag oder am Montag machen werden. Es sind ja 2 Tage Gemeinderatswahlen diesmal. Prinzipiell muss ich sagen, habe ich tiefsten Respekt vor jedem Menschen, vor jedem Mann, vor jeder Frau, der sich politisch engagiert. Es ist eine große Herausforderung, es ist gar nicht so einfach. Und Wahlkampf führen ist eigentlich auch nicht einfach. Ich glaube, das sind die Bürgermeisterkandidaten auch selbst draufgekommen, dass es sehr schwierig ist, diesen richtigen Grat zu finden. Wie viel Werbung mache ich? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Wen hole ich ins Boot? Mit wem rede ich? Mit wem rede ich nicht? Und so weiter. Also das sind ganz eigene Erfahrungen, die man wahrscheinlich als Außenstehende oder Außenstehender nur schwer nachvollziehen kann. Ich habe mit allen 4 schon ein Vorgespräch geführt, deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen eine Ahnung davon bekommen. Natürlich ist Macht immer auch Verantwortung. Viel Macht ist viel Verantwortung. Das heißt, ein Bürgermeister hat sehr viel Verantwortung. Immerhin stellen Sie, egal wer von Ihnen dann Bürgermeister wird, die Weichen bzw. auch die Umsetzung für die nächsten 5 Jahre. Sie schlagen den Ausschuss vor, Sie entscheiden, was dann effektiv gemacht wird. Und Sie entscheiden natürlich auch, welcher Grundton in einer Gemeinde herrscht, wie viel Zusammenarbeit es mit der Opposition gibt oder nicht. Wir haben hier die Situation in der Thurns, dass Sie auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie vielleicht auch Fragen zur Vergangenheit haben. Die sind herzlich willkommen, aber seien Sie sich bewusst, dass nicht die Ausführenden hier sitzen, sondern die, die in Zukunft das Schiff dann weiterführen werden. Bürgermeister sein heißt auch im Endeffekt, also daran möchte ich nur erinnern, wenn es dann soweit ist, dass jemand Bürgermeister geworden ist, ist der Bürgermeister für alle. Nicht nur für die, die ihn gewählt haben, sondern für alle. Er ist verantwortlich für alle, von den Jüngsten bis zu den Ältesten, von den Naturnzern über die Fraktionen, von den Zugezogenen, von den Pendlern, die hierher kommen und hier arbeiten, für die Gäste, für alle Beteiligten, von den Wirtschaftstreibenden bis zu den Vereinen, von denen, die der gleichen Überzeugung anhaften und denen, die ganz eine andere Meinung vertreten. Bürgermeister ist Verantwortung für alle. Wir nehmen uns heute Zeit und ich bin froh, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, diese 4 Männer etwas genauer kennenzulernen, ein Gespür zu bekommen auch, wer sind diese Männer, was bewegt sie, was wollen sie bewegen, was motiviert sie. Ich würde Sie, meine Herren, jetzt bitten, dass Sie sich selbst vorstellen. Ich schlage jetzt einfach mal der Blickrichtung wegen vor, dass wir beim Herrn Gritsch beginnen. Und zwar machen Sie das Ganze in Ruhe, stellen Sie sich in Ruhe vor. Sagen Sie den Menschen, was Sie wichtig finden, was die Leute von Ihnen wissen sollten. Und eine kleine Zugabe hätte ich gern. Beginnen wir mit der Frage, was Sie an der Thurns schätzen. Ja, einen schönen guten Abend meinerseits. Jetzt geht's. Also, wie gesagt, einen schönen guten Abend meinerseits. Mein Name ist Tobias Gritsch. Ich bin hier aus der Thurns, bin 42 Jahre alt und ich bin sozusagen neu in der Politik, war noch nie aktiv, politisch tätig. Ganz kurz, ich bin Landwirtschaftler, Unternehmer und Rechtsberater. Ich habe, wie gesagt, Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften, italienisches Recht studiert und in Südtirol Gemeindesekretärkurs besucht. Und wie gesagt, die Frage war, was schätzen Sie an der Thurns besonders? Besonders, genau. Das ist eine gute Frage. Thurns hat sich in den letzten Jahren eigentlich sehr gut entwickelt. Also vom wirtschaftlichen Standpunkt her natürlich. Wir haben eine Vielzahl von verschiedenen Standbeinen hier, angefangen vom Tourismus, Landwirtschaft, Dienstleistungen, sehr gute Unternehmen auch, wie die großen Unternehmen, zum Beispiel Ivo Klar, Berges und so weiter. Das muss man wirklich mal hervorheben. Ich hoffe auch, dass die Menschen demgemäß mit der Lebensqualität hier zufrieden sind. Andererseits natürlich habe ich halt leider auch jetzt schon mehrmals im Wahlkampf gerade gehört, dass einige Menschen jetzt ein bisschen besorgt sind mit dieser Bautätigkeit im Sinne von Wohnungen und so weiter. Manche Menschen hätten es wirklich gerne, wenn wir jetzt ein bisschen
vom Gas runtergehen würden. Aber Herr Gritsch, wir haben noch den ganzen Abend Zeit, über die Herausforderungen und über die Kritikpunkte zu reden. Bleiben wir noch kurz beim Positiven, ansonsten können Sie gerne das Mikrofon weitergeben. Gut, dann gebe ich weiter. Okay, Test. Gibt es, funktioniert es? Ja, ich glaube, meines funktioniert, dann kannst du es. Ja, mein Name ist Zeno Christanel. Ich bin Gastwirtssohn, Lehrer, Vater seit jetzt 14 Monaten. Ich bin ein Vereinsmensch, also bin sehr, sehr engagiert in ganz unterschiedliche Vereine. Ich stehe mit beiden Beinen mitten im Dorfleben. Ich trage auch Verantwortung, vor allem ehrenamtliche Verantwortung. Ich bin ein sehr politischer Mensch, muss ich auch sagen. Und engagiere mich eigentlich seit 20 Jahren schon für unsere Dorfgemeinschaft, für das Allgemeinwohl in unserer Dorfgemeinschaft. Ich schätze an Naturns ganz besonders und vor allem die politische Kultur im Sinne dieses Miteinander reden, dass wir probieren, uns zu treffen, auszutauschen, wo es geht, zumindest in Islam so probiert zu leben und zu handhaben, über die Themen zu diskutieren, gemeinsam Lösungen zu finden. Und ich glaube, der Ausdruck des heutigen Abends ist ja eigentlich auch ein Beweis für die politische Kultur. Das Interesse ist ja, glaube ich, sehr spannend, dass wir 4 verschiedene Kandidaten haben, die sich für dieses Amt zur Verfügung stehen. Also es ist ein politisches, demokratisches Interesse da und es freut mich eigentlich, weil es macht eine Dorfgemeinschaft lebendig und durch die Diskussion, durch die Auseinandersetzung kommen wir meiner Meinung nach zu den besten Zielen. Deswegen ist es etwas, was mir einfach Spaß macht in der Tunst und was mich freut. Dann gehen wir weiter an den Herrn Zeno Christanel. Jonas. Jonas, wusste ich eigentlich. Dann schauen wir, ob es funktioniert. Die Nachnamen verwirren mich noch. Ich werde Sie einfach immer mit Vor- und Nachnamen anreden. Jonas Christanel. Okay, danke. Also bevor ich mich jetzt kurz vorstelle, mal einen schönen guten Abend von mir an alle. Wenn ich so in die Runde blicke, freut es mich wirklich, dass so ein Haufen Leute heim da sind. Also das sagt ganz, ganz viel aus. Aber ganz kurz zu mir. Ich bin der Jonas Christanel. Ich bin seit 15 Jahren Bestatter in Naturns. Bin glücklich verheiratet, habe 2 Kinder. Einer sitzt heute auch da, der Große. Und bin Bürgermeisterkandidat für die SVP und Quereinsteiger in der Politik. Also ganz etwas Neues. Wenn ich jetzt an die Frage denke, was gefällt mir an Naturns oder was macht es aus? Für mich ist Naturns das, dass ich mich da einfach daheim fühle. Ich glaube, es ist das, was es wirklich ausmacht. Wenn man viel von der Welt gesehen hat und viel auch umgekommen ist, nachher weiß es oder weiß man, was es wert ist, eine Heimat zu haben. Und das ist für mich Naturns. Naturns mit seinen ganzen Potenzialen, was es hat, Naturns mit seiner Zukunft, was es hat und Naturns mit seiner Stellung als Vorreiter auch. Nicht nur, was wir in der Geschichte erlebt haben von Naturns, wo Naturns so einen Haufen als erstes getan hat. Ich denke da zum Beispiel, wenn ich selber noch in die Grundschule gegangen bin mit dem Bürgermeister, mit Heidegger, das Kompostieren in Naturns, Vorreiter, die Kläranlage, Vorreiter. Wir haben heute so ein schönes Dorf, so schöne Fraktionen und so ein Riesenpotenzial für unsere Zukunft. Und ich glaube, das macht für mich Naturns aus. Also die Freude, da daheim sein zu dürfen auch. Werner. Dankeschön. Herr Albrecht. Ja, schönen guten Abend. Geht's? Funktioniert? Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich an die ganzen Naturnserinnen. Ich bin der Werner Albrecht. Ich bin verheiratet und 2 tolle Kinder. Mich kennen ganz viele noch vom Krankenhaus, speziell eher ältere Generationen. Ich war 13 Jahre in der Ersten Hilfe. Ich war beim Weißen Kreuz und politisch sehr wohltätig, auch länger wie der Zehner. Ich war Mitbegründer von der SVP-Jugend. Das können nur einige bestätigen. Ich sehe da noch einige, die auch noch dabei waren damals. Ich war 25 Jahre Parteimitglied bei der SVP, bis vor 15 Jahren, wo ich einmal kandidiert habe für die SVP als Bürgermeisterkandidat. Da muss ich nur zurückblicken, da war ein eher unfaires Spiel. Und deswegen komme ich jetzt nochmal reloaded mit meiner eigenen Liste, um da in die Bürger die Möglichkeit zu geben, eine gewisse Alternative zu bestehenden etablierten Parteien zu geben und mir die Chance geben, in diese Gemeindeverwaltung einzukommen und da mitzuwirken. Die haben gute Ideen, sehr viele Erfolge in der privaten Wirtschaft,
bin selbstständig, Vertriebsleiter. Und was mir in Naturns gut gefällt, ist Folgendes. Meine Frau ist aus Häfling, genauso wie vom Zehner seine künftige Frau wahrscheinlich. Ja. Wir hatten die Chance gehabt. Nicht, dass Sachen verraten da. Ist eine tolle Gegend. Wir hatten die Gelegenheit gehabt, auch in Häfling zu wohnen, weil sie immer ein wunderschönes Haus haben beim Sulfner oben. Meine Frau ist vom Sulfner oben, Verwandtschaft. Und wir hatten gekannt ausbauen und oben bleiben. Und dann habe ich mich entschieden und die Frau bewogen, dass wir da herkommen, weil da einfach ganz eine andere Infrastruktur war im Vergleich zu Häfling. Schulen, Schwimmbad, Zug, zu Fuß ins Dorf, mit dem Radl ins Dorf. Also die gesamte Infrastruktur ist völlig anders wie in so einem Dorf. Und deswegen schätze ich das Dorf. Ich kenne das ja schon ewig, bin ja auch von Natur und eigentlich von einem Bergbauernhof auch. Viele wissen es, viele nicht. Viele meinen, ich bin zugereist, dabei sind viele andere zugereist. Ich bin ein Eingefleischter, gebürtiger in dem Fall. Es würde mich freuen, dass ich einen riesen Achtungserfolg kriege, um da ganz tolle, innovative Ideen in diese Gemeinde mit einzubringen. Ja, danke schön für diese erste Runde, für diesen ersten Einblick. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf diesen heutigen Abend und habe mich in die Gemeindestruktur Ihres Dorfes eingelesen. Ich persönlich habe über viele Sachen gestaunt, die es hier gibt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin vom Ritten, also der Ritten ist auch eine tolle Gemeinde. Möchte ich an dieser Stelle erwähnt haben, bin eine Zugerorste, eine Eingeheiratete. Naturns hat viel getan in den letzten Jahren, war mein Eindruck, als ich mich für heute vorbereitet habe. Das Jugendparlament hat diesen Abend ermöglicht und deswegen würde ich eigentlich gern auch mit Jugendthemen beginnen. Und zwar, meine Herren, geht die Frage an Sie, was glauben Sie denn, was die Themen der Jugendlichen sind? Wer möchte beginnen? Also ich möchte ja, Ihnen ich fange gerne an. Ich war ja in der Schule immer schon der Erste, mit Albrecht immer bei den Prüfungen der Erste. Deswegen dann bitte schön. Bin ich relativ, ist keine Prüfung, aber ja, gerne. Relativ nicht schüchtern, wenn ich der Erste sein soll zum Reden. Die Jugend hat sicher ganz andere Ansichten, wie sie in seiner Generation hat oder noch die Älteren. Die Jugend, es geht aber nicht um die Ansichten, es geht um die Themen. Was glauben Sie, braucht unsere Jugend, braucht die Jugend hier nach uns? Sicher mal, wenn Sie jetzt künftig, wenn wir weiterdenken, einfach stabile Arbeitsverhältnisse, ja, das ist mir ganz wichtig, nicht? Richtig stabile Arbeitsverhältnisse, weil andere Vergnügungssachen haben wir ja schon viele. Nicht? Wenn wir jetzt weiterdenken, dass ein Jugendlicher ja sich die Zukunft aufbauen muss und auch versuchen möchte, vielleicht irgendwann mal später Familie zu gründen und so, dann braucht er Stabilität und er braucht einen tollen Arbeitsplatz. Die Gemeinde kann da ganz viel dazu beitragen, dass Jugendliche einen tollen Arbeitsplatz auch in der Turns bekommen. Wir haben ja, der Kollege Gritsch hat es vorher angesprochen, aber die sind wahrscheinlich alle der Meinung, wir haben eine tolle Symbiose von Betrieben da. Das heißt, auch Naturns unterscheidet sich zu anderen Dörfern völlig, weil wir haben Industrie, wir haben Handel und Handwerk, wir haben Tourismus und Landwirtschaft, wir haben Standbeine da, die es in anderen Orten ja nicht gibt. Und da kann die Gemeinde ganz viel tun, um Jugendlichen solide eine Basis zu schaffen für die Zukunft. Aber wenn das alles schon so gut funktioniert, Herr Albrecht, warum braucht es dann noch die Betonung auf die Arbeit? Gibt es zu wenig Arbeit für die Jugendlichen? Ja, ist ganz klar. Ich kann Ihnen jetzt schon ein Beispiel erzählen. Zum Beispiel Firma Schweizer im Zuge des Lockdowns hat 67 Jugendliche entlassen, die befristete Arbeitsplätze gehabt haben und, oder auch in der Probezeit waren. Und die haben sich dann auch jetzt einfach nicht mehr beschäftigt, auch im Nachhinein. Bis jetzt, heute, sind die noch arbeitslos. Mhm. Das ist ein Problem. Da sind ganz viele Naturnutzer dabei. Mhm. Kenne ich persönlich. Jonas Christanel, bitte. Da kann ich zustimmen. Ja. Also ich glaube, die Jugend braucht sicherlich Zukunft. Und das ist dann auch die Aufgabe der Gemeindepolitik, die Grundlagen zu schaffen, heim schon, dass es ins Morgen gut geht, dass es unsere Kinder morgen gut geht. In allen Bereichen, wie der Werner angedeutet hat, ist es ganz, ganz wichtig. Aber was ich auch noch dazu ergänzen möchte. Aber Moment, Herr Christanel, Sie müssen ein bisschen konkreter sein, weil die Jugend braucht Zukunft, wissen wir. Die Jugend ist die Zukunft, wissen wir auch. Was heißt das konkret? Das heißt, wie ich schon gesagt habe, wir müssen schauen, dass unser Dorf interessant bleibt. Wir müssen schauen, dass unser Dorf nicht ausstirbt. Wir müssen junge Betriebe heute schon herholen, dass wir Arbeitsplätze für morgen haben. Wir müssen die Betriebe, die bestehen, unterstützen. Wir müssen erkennen, dass alles zusammenhängt.
so wie es der Werner gesagt hat. Aber was ich noch dazu sagen möchte, was mir einfach ganz, ganz wichtig ist, die Jugend braucht auch Freiräume, ganz konkret. Und Freiräume, wo man sich entwickeln kann, wo man sich entfalten kann. Und etwas, was ganz, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, sind sicherlich nicht nur die Einrichtungen, also das Materielle, sondern auch die Vereine, die Vereinigungen. Aber Naturns ist vereinsmäßig sehr gut aufgestellt, ist oder? Ist super aufgestellt, also sicherlich eines der Dörfer ganz, ganz vorn. Aber auch da müssen wir schauen, dass wir das für die Zukunft so erhalten können. Das heißt, Sie haben Nachwuchsschwierigkeiten? Nachwuchsschwierigkeiten denke ich nicht, aber die ganzen Strukturen, die Förderungen, müssen wir schauen, dass wir die auch, die Vereine, die was gefördert werden sollten, dass wir das auch für die Zukunft garantieren können. Ist das denn in Gefahr? Ich glaube, generell muss man schauen und haushalten als Gemeinde. Schauen wir, was die Schulden sein der Gemeinde, schauen wir, was die Überschuldung der Gemeinde ist und schauen wir den letzten Haushalt an der Gemeinde, denn was ich gesehen habe, wo da gesagt worden ist, die Gelder für die nächsten 3 Jahre seien schon verplant und man hat keinen Spielraum, um auf Krisensituationen eingehen zu können. Mhm. Also nicht nur ein Naturnsphänomen möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Generell, und ich glaube, da ist anzusetzen und deshalb ist es wichtig. Vor allem kommen wir gerade aus einer kollektiven Krisensituation. Wir sind auch noch nicht draußen, wie wir gerade merken. Also insofern sind wir alle mit ganz neuen Situationen konfrontiert. Auch, dass diese eine Firma schließen musste und so viele Jugendliche entlassen musste, ist sicher. Sie hat nicht geschlossen, Entschuldigung. Hat sie nur 67 junge Leute entlassen, die befristet oder auch in der Probezeit waren. Nicht? Und das sind eben... Das ist nur ein Beispiel von vielen anderen. Ja. Man könnte ja jetzt noch sagen, es gibt auch schon andere, die langsam in die Krise kommen, weil im Zuge des Lockdowns auch in der Gastronomie die Umsätze relativ gesunken sind und auch durch die Arbeitsplätze langsam jetzt schon abgebaut werden. Ich würde gerne den anderen beiden natürlich auch die Gelegenheit geben, auf diese Frage zu antworten. Was braucht die Jugend? Herr Zeno-Kristanel. Ja, Dankeschön, logischerweise. Das ist natürlich ein Thema für mich, das mich sehr lange schon begleitet, weil ich ja schon seit 20 Jahren Präsident im Jugendzentrum bin. Und man sagt eben so oft, oder man hört auch so oft, der Jugend gehört die Zukunft. Und ich sage ganz klar, es stimmt eben nicht, die Jugend muss jetzt und jetzt schon dabei sein. Und das Beispiel, wie wir es heute haben, ist ja das beste Beispiel. Und wenn man darüber redet, was braucht die Jugend, dem stimme ich Jonas zu, das Thema Freiraum ist natürlich ganz wesentlich. Und das schaffen wir auch eben, indem wir effektiv Räume schaffen, indem wir auch Toleranz leben, indem wir diskutieren miteinander, indem wir probieren, eben sich, dass man sich begegnet und Kreativität zulässt. Also ich denke, das ist ganz etwas Wesentliches. Das andere natürlich eine Perspektive, die vor allem junge Leute brauchen, ist auch die Anbindung. Anbindung im Sinne von Glasfaseranbindung, von Telekommunikation. Also ich denke, dass man vor allem in diesem Bereich in die Infrastruktur investieren muss. Das sind Erwartungshaltung, das sind Standards, die man erreichen muss. Bedeutet also, da hat die Gemeinde in den letzten Jahren 1,7 Millionen Euro investiert, gemeinsam mit der Infranet, also gemeinsam mit dem Land, mit Partnern. Aber da ist sicherlich sehr viel Aufholbedarf noch, um eben auch diese attraktiven, vielleicht eben innovativen Arbeitsplätze auch zu generieren und zuzulassen. Und ich glaube auch, das Thema für junge Familien jetzt, wenn wir starten eben von Jugendlichen bis eben zu den jungen Familien, dieses Thema des leistbaren Wohnens, also müssen wir gemeinsam als Gemeinde Antworten geben. Und dann gibt es auch, also weil leistbares Wohnen, natürlich sagt jeder, leistbares Wohnen ist wichtig und so weiter, aber ihr konkrete Überlegungen, wenn ich es erklären darf, also wenn der zeitliche Rahmen das ermöglicht, also die neue Raumordnung sieht beispielsweise dieses Bauen mit Preisbindung vor. Und das bedeutet, die Gemeinde, wenn sie denn möchte, dann kann sie beispielsweise ein Grundstück oder meines Erachtens noch viel sinnvoller alte Bausubstanz im Dorfzentrum verwenden, selber aufkaufen und dann Projekte machen und dann sagen, okay, ich finde einen Partner, der dort baut und ich definiere, wie viel darf ein Quadratmeter in diesem Projekt kosten oder bei diesem Projekt kosten und ich bin eigentlich in der Lage, damit günstigeres Wohnen zu ermöglichen, weil ich eine eigene Rangliste habe, wo ich dann für Familienformen den Zugang schaffe. Das Beispiel kennen wir bereits aus Glurns, wo das schon praktiziert wird. Und das, denke ich, ist ein Ansatz, weil bisher hat man eigentlich nicht so richtig gute Antworten. Man hat sich bemüht, aber man hat jetzt nicht richtig gute Antworten gegeben auf dieses Phänomen, vor allem eben auch in einer Gemeinde wie Naturns, die eben sehr attraktiv ist, wie wir ja davor gehört haben, wo sehr viele Leute gern
herziehen, sehr, sehr viele Leute da gern wohnen. Und da braucht es neue Antworten, neue innovative Wege. Und das war von mir aus gesehen eine Perspektive, die durchaus interessant ist, vor allem eben für die jungen Familien. Wenn ich etwas sagen darf, auch weil davor gesagt worden ist, Überschuldung. Die Kollegen vielleicht wissen das nicht so, aber wir haben vor 20 Jahren 24 Millionen Euro Schulden gehabt und jetzt sind wir auf 5,5 Millionen Euro Schulden. Also das bedeutet, die Leistung der letzten Jahre ist sicherlich gewesen, diesen großen Schuldenberg abzubauen. Bedeutet noch lange nicht, dass die Gemeinde ja, reich ist oder viele, viele Möglichkeiten hat, sondern de facto ist es auch so, wie davor gesagt worden ist, viele Gelder sind bereits verplant, als wenn man sich das Finanzsystem des Landes beziehungsweise jetzt auch eben den Mehrjahreshaushalt der Gemeinde anschaut, dann sind viele Gelder verplant, aber für Projekte, die eben wiederum innovativ sein und Perspektiven schaffen. Ich denke beispielsweise an das betreute Wohnen, was natürlich sehr wichtig ist. Ich denke an den neuen Kindergarten, wo wir eben in Bildung investieren. Ich denke aber auch beispielsweise eben an den neuen Recyclinghof. Wir bleiben noch bei den Jugendlichen, die Themen kommen alle noch aufs Tapet. Passt dann irgendwie gezogen. Also dieses Thema der Verschuldung ist natürlich ein bisschen reduziert. Herr Gretsch, Sie haben mit dem Kopf geschüttelt. Ich weiß, dass Sie dazu was sagen wollen zum Thema der Verschuldung. Ganz kurz und dann bitte auf die Jugendlichen. Ja, natürlich nur einen Satz. Also das, was der Herr Zehner gerade gesagt hat, stimmt leider nicht. Die 7 Millionen stammen jetzt aus dem 30. Juni aus der Abschlussrechnung, man kann sie nachlesen, und die 5,5 stimmen maximal, wenn wir am 31.12., wenn alle sozusagen gesamten Beiträge und so weiter, finanziellen Beiträge zugunsten der Gemeinde eingehen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schon gehört hat, mit der Gieß gibt es Riesenprobleme, dass sozusagen nur ein kleiner Bruchteil eingeht, dann muss man sich schon jetzt mal überlegen, wie die Gemeinde eigentlich planen kann, nicht? Wenn so viele Gelder noch fehlen. Man kann nicht einfach Gelder ausgeben, die nicht verfügbar sind. Nicht? Okay. Ja. Ganz danach gut. Mehr zu diesem noch, ja. Thema, die Jugendlichen bitte. Also ja, ein Thema zu den Jugendlichen. Einiges ist ja schon gesagt worden. Ich bin zum Beispiel ein typischer Vereinsmensch und meines Erachtens ist das Vereinswesen eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit in einem Dorf, denn es spiegelt ja das Dorfleben eigentlich wieder. Die Menschen finden sich in den Vereinen und Verbänden wieder. Naturenz hat sehr, sehr viele Vereine und von mir aus gesehen muss man schauen, dass jeder Verein gleich behandelt wird. Also sozusagen von der politischen Seite her, aber auch von den finanziellen Beiträgen und so weiter, was möglich ist. Und vor allem, dass die Kinder und die Jugendlichen von klein auf in das Vereinswesen oder auch zum Beispiel in den Musikschulen und so weiter eingeführt werden, damit man sie einfach ein Leben lang begleiten kann. Denn das meines Erachtens fördert einfach das Zusammenleben im Dorf und auch sozusagen die Harmonie zwischen den Menschen. Nicht? Das ist ein Aspekt. Andererseits natürlich, vor allem, man muss sich hier auch mal bei den ganzen Vereinsobmännern und Dorffrauen bedanken, denn die haben eigentlich manchmal echt undankbaren Job, sie haben Verantwortung, es ist alles, das ist gelebtes Ehrenamt, von denen Politiker ja immer wieder sprechen. Nicht? Und wir haben viele Vereinsstätten, also die Gebäude und so weiter, meines Erachtens sind da die Strukturen, was möglich ist im Anlassfall, im Bedarfsfall, muss man natürlich erweitern bzw. sanieren und so weiter, aber das muss man halt eine Bedarfserhebung erstellen und auch mit den Vereinen selber reden. Und andererseits, wie gesagt, die Jugendlichen müssen natürlich auch geführt werden. Hier, meines Erachtens, ist eine ganz wichtige Einrichtung, das JUPA, dass die jungen Menschen in der Oberschule schon sozusagen an die Politik herangeführt werden, dass sie sozusagen instruiert werden, dass sie sich auch für politische Themen interessieren. Denn Sie, wie Sie vorhin richtig gesagt haben, die Jugendlichen sind ja die Zukunft. Die Jugendlichen sind die Bürger, die jungen Menschen von morgen, die sozusagen die Gemeinde hier also tragen und vor allem auch sozusagen das Leben hier prägen. Nicht? Und deswegen muss man den jungen Menschen die Politik von klein auf, beziehungsweise auch in verständlicher Sprache übermitteln. Ja, da haben Sie ein gutes Beispiel dafür, dass das Jugendparlament hier existiert. In vielen anderen Gemeinden gibt es das eben leider nicht. Fragen wir aber bitte doch mal die Jugendlichen, ob sie sich wiedergespiegelt finden. Habt ihr noch das Mikrofon? Ja, würde jemand von euch bitte kurz antworten, ob ihr euch in diesen Themen, die jetzt hier gesagt wurden, wiederfinden könnt? Oder was so grob noch fehlt? Mikrofongerangel hier. Martin, komm doch runter, dann sehen dich die anderen. Ich wollte gleich sagen, Sie haben zwar alle von Freiraum geredet, aber mich würde auch interessieren, was an wirklich freien Raum in der frischen Luft für Jugendliche geplant ist, weil ich leider sagen muss, dass bis auf dem Jugendzentrum nicht mehr sehr viel freie, also in der freien Luft Plätze sein. Weil das Jugendzentrum hat das Problem, dass es keinen Garten hat, oder was ist nein, das Problem? Nein, das Problem ist nicht mit dem Jugendzentrum, sondern dadurch, dass es gibt nur das Jugendzentrum, wo sich Jugendliche wirklich aufhalten können. Okay, und es gibt natürlich unterschiedliche Jugendlichen. Zum Beispiel, es gibt keinen Park mehr in Naturns, was ich ziemlich schade finde. Es hat einen gegeben? Es hat einen gegeben, dieser wurde allerdings durch einen
Container-Kindergarten ersetzt. So, und das ist ein super geniales Beispiel für konkrete Herausforderungen. Also es braucht Freiräume. Ja, bitte einen Park für Jugendliche. Gibt es sonst noch Themen, wo ihr das Gefühl habt, da... Von mir aus jetzt mal nicht unbedingt. Was ist mit den anderen beiden? Ich frage jetzt mal die Barbara und die Amira, die vorhin auch gesprochen haben. Wollt ihr was dazu ergänzen, was euch fehlt? Darf ich antworten? Oder ja, ich frage nur kurz nach, ja. Noch, ob Sie, weil dann nehmen wir das gleich mit. Nein, okay. Die Schüchternheit überwiegt. Also. Bitte. Ja. Wie du. Danke. Freiraum, natürlich, ein wichtiges Thema, haben wir davor gesagt. Freiraum Park. Ist geplant, wenn wir jetzt darüber diskutieren, über eben wirklich effektiven Freiraum im Sinne von einem Park. Dann ist eigentlich geplant, neben dem betreuten Wohnen einen Generationenpark zu machen. Das bedeutet also, es wäre geplant, mitten im Dorf diesen Freiraum, also wirklich im Sinne von freien Raum zu schaffen. Herr Zeno Christanel, ja? Daneben ist das betreute Wohnen, ja, genau. Die Senioren, jawohl. Und daneben die Jugendlichen, die vielleicht bis in den Abend hinein laut sind. Nein, funktioniert das? Wir haben, muss man auch dazu sagen, ist ja ganz spannend bei Inzinatons, wir haben effektiv das Pflegeheim, Alten- und Pflegeheim, direkt neben dem Jugendzentrum und bauen jetzt ja eben das betreute Wohnen oder dazu und davor ist eben dieser Generationenpark geplant. Also bisher muss man sagen, ist das, natürlich gibt es hin und wieder Reibungen, aber insgesamt eine sehr spannende Symbiose. Momentan ist auch die Kindertagesstätte dort und eigentlich ergänzt sich das schon, also es ergänzt sich sehr gut und ich finde auch, dass es wichtig ist, sich gegenseitig eben zu treffen, auch wenn es unterschiedliche Zugänge gibt. Aber das ist ganz etwas Wichtiges für eine Gemeinschaft, dass man auch miteinander umgehen lernt. Ja, das verstehe ich schon. Ich habe auch 3 Kinder und ich kenne die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sehr gut. Und ja, ich verstehe das Argument total gut, dass man sich trifft. Aber es braucht trotzdem auch Räume, wo man total ungestört sein kann. Mhm. Herr Gritsch, bitte, jetzt haben Sie echt viel Geduld gehabt. Ja. Das zeichnet halt einen Wissenschaftler aus, nicht? Ich hoffe, einen Politiker. Ja. Ich bin noch kein Politiker, gell? Naja, Sie sitzen hier als Bürgermeisterkandidat. Ich glaube, man kann Sie schon als Politiker bezeichnen. Ich würde eher sagen, politisch aktiv und informiert, aber da muss ich. Okay. Ganz kurz, also meines Erachtens ist es sehr wichtig, und das war ein echtes Spontan-Feedback vom Kollegen vom JUPA. Man muss als Verwaltung eben wirklich die Interessen und die Wünsche und die Anliegen beziehungsweise auch die Sorgen der Jugendlichen wissen, man muss sie ernst nehmen und demgemäß ist es eben entscheidend, dass man sich mit diesen jungen Menschen trifft, dass sie konkret vorschlagen können, was wirklich fehlt, wo Not am Mann ist und erst wenn man wirklich sozusagen diesen Bedarf oder dieses Bedürfnis erhoben hat, dann kann man auch sozusagen als öffentliche Verwaltung vorgehen und schauen, wie können wir das am besten in den Griff bekommen. Ich glaube nicht, wie es der Kollege Zeno gesagt hat, dass ein Altersheim, den man mir Teenagerheim oder ein Park eine sehr gute Symbiose ist. Ich muss ehrlich sagen, es sind zwei ganz verschiedene Welten. Wenn wir Kleinkinder hernehmen, die abends schlafen gehen, gleich wie zum Beispiel die alten Menschen, wie man bei uns im Bahnhof sagt, mit den Hühnern, dann kann man sie vielleicht eher zusammentun, in der Theorie zum Beispiel, was der Lebenswandel anbelangt. Aber junge Menschen sind energiegeladen, die wollen auch etwas erleben, etwas erfahren, erlernen und vor allem, sie wollen auch mal die Grenzen sehen. Und demgemäß muss man sich schon vor Augen führen, wie wir diese Menschen jetzt begleiten und wo wir sie sozusagen fachgerecht demgemäß unterbringen können. Und von dem her möchte ich mir schon Gedanken machen, dass wir einen geeigneten Platz finden, wo sie sich wirklich in Ruhe ein bisschen ausbreiten können. Also ich kann die Jugendlichen unter Ihnen hier nur auffordern, gehen Sie zum Jugendparlament, geht zum Jugendparlament, redet mit, weil, was ich weiß, Herr Gritsch, gibt es ja hier die Möglichkeit, mit dem Jugendparlament auch beratende Funktionen in der Gemeinde abzugeben. Also ihr werdet informiert und auch gefragt. Und das ist ja schon mal Demokratie wie, also in seiner Paradefunktion möchte ich jetzt fast sagen, noch schöner wäre natürlich, wenn sie mehr Mitspracherecht hätten und nicht nur beratend. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist mir schon ein Anliegen, einfach zu sagen, ich denke, dass die Jugend schon ins Dorfzentrum kehrt. Aber vielleicht kommen ja nochmal die Experten hören, ob wirklich auch Sie der Meinung sein, dass das Jugendzentrum, wo es heute ist, neben dem Alters- und Pflegeheim, der falsche Platz ist. Also vielleicht können ja die Jugendlichen wirklich sagen, ob der JUC-Garten oder auch dieses Zentrum kein Freiraum ist oder ob das so passt. Also mir wäre wichtig, das zu wissen. Aber weil falscher Ort hier. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die Sie im Runde irgendwo anders führen. Weil ja auch Teenager sind zu Hause in der anderen Meinung.
Also der Generationenpark ist sicher super bis zu einem gewissen Alter. Was ich jetzt toll finde, ist zum Beispiel auch, wenn die Kinder enden mit den Senioren im gleichen Haus sein und sie speisen enden und so weiter, das ergänzt sich. Aber Jugendliche, die wollen irgendwo draußen sein, in der Wiese, die wollen richtig Gas geben, die wollen laut sein, denen geht das auf die Nerven, ich weiß es von vielen. Wenn eine kleine Fete in einem Wohnraum irgendwo ist, dann sind die Nachbarn gleich im Zähne, jetzt ist Nachtruhe, alles war rot zu schalten, die Musik war leise zu drehen und das geht den Jungen eigentlich auf die Nerven. Das habe ich so selber oft erlebt, weil ich ja selber oft bei Feten war. Ich habe die Kinder selber von der Disco geholt um 4 oder 5 in der Früh, weil mir das auch wichtig war, dass sie heimkommen. Und die haben mir ja alle, ich habe oft 4, 5 Leute an und mitgenommen mit einem Klarmus von anderen. Und die haben mir dann erzählt, was ihnen wichtig ist. Okay, und Herr das Albrecht, ist ein Thema. Das Konzept haben wir verstanden. Ich glaube, die Jugendlichen sollten das selber entscheiden dann und dann in sich auch einbringen. Sie würden noch gerne was dazu sagen? Ganz kurz vielleicht, was mir einfach auch wichtig ist. Es ist recht toll, jetzt wie wir da so über die Köpfe der Jugendlichen hinweg herreden. Na, macht man ja nicht. Wir reden ja mit Ihnen. Die Dinge da, wir sehen so und so und so. Ich glaube, was wir vor allem fördern müssen, ist noch mehr Partizipation anhand von neuen Medien. Ich glaube, wir sind heute in so einer schnelllebiger Welt, dass wir die Jugendlichen noch mehr mit einbeziehen können als Gemeinde, indem wir auch Umfragen und so weiter online zur Verfügung stellen, was man vom Handy, vom Laptop, vom Tablet aus abrufen kann und das so ganz konkret auch die Jugendlichen abholen. Ich glaube, man muss auch auf die moderne Form bauen. Ist mir ganz, ganz wichtig, weil dann sind wir im Dialog und reden miteinander. Gut, und wir gehen jetzt in den Dialog mit dem Publikum. Wo sind Franziska und Claudio? Hier. Es gibt ein Mikrofon. Es gibt zwei. Ist noch besser. Es gibt zwei Mikrofone. Und ich sehe Sie leider jetzt, es ist schon finster und das Licht hier auf der Bühne ist zu hell. Bitte melden Sie sich einfach bei den beiden Jugendlichen, die unterwegs sind. Ich habe gemerkt, es gibt große Herausforderungen. Auch auf dem Weg hierher habe ich gemerkt, es gibt große Herausforderungen. Ich weiß, dass Verkehr, Mobilität ist ein Thema hier für Sie im Dorf, aber schon auf dem Weg zu Ihrem Dorf ist Verkehr eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, wie Sie das mit dem Pendeln nach Meran machen. Ich nehme mal an, es gibt doch einige Oberschüler, die nach Meran müssen oder in die andere Richtung. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die in Meran arbeiten, weil es einfach die nächste Stadt ist. Also so Verkehr geht wahrscheinlich als Thema über die Gemeindegrenzen überhaupt hinaus. Das war so das, was ich im Vorfeld gespürt habe oder in der Recherche gemerkt habe. Dann die Wohnbauentwicklung generell, leistbares Wohnen haben wir kurz angesprochen, die Tourismusentwicklung, einige Themen. Ich habe auch bei den Kollegen im Mittagsmagazin bei Siegfried Kollmann reingehört, was da die 4 Kandidaten schon erzählt haben. Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit, aber ich würde gerne Ihnen diese Möglichkeit jetzt geben, dass Sie die Fragen stellten. Also bitte heben Sie einfach die Hand und die beiden jungen Leute kommen zu Ihnen und holen sich Ihre Fragen ab, anhand derer wir dann hier weiter diskutieren können. Ich sehe Sie nicht, also Sie vielleicht rufen Sie auch einfach hier. Fragenlos? Das überrascht mich jetzt eher. Ja, bitte. Der Eisbrecher. Bitte, ja, dass wir Sie besser verstehen. Ich soll nicht angehen, genau. Ich schicke meiner Frage eine kurze Erzählung voraus. Weil in Naturens der Tunnel gekommen ist, der Tunnel. Ja, der Umfahrungstunnel. Da hat der Verkehr so schlagartig angenommen, dass ich damals als junger Bursch kennt mit den Kollegen auf der Straße niederliegen und es ist nichts passiert. Also wir sind, weil gerade die Jugendlichen Themen waren, wir sind als Jugendliche unterwegs gewesen abends und der Kollege von mir ist aus Jux einfach auf der Straße niedergelegen und das hat 5 Minuten gekannt, so passieren, nichts ist gewesen. Und das ist mir ewig im Gleichnis. Das, die Vorstellung so, wow, kein Verkehr mehr. Ich bin als Kind an der Kreuzung gestanden, ewig warten, Transit, LKW vorbei. So, ich habe jetzt eine Praxis an der Hauptstraße. Ich bin seit 3 Wochen Vater von einer kleinen Tochter. Und das Dorf ist sehr laut. Es ist verdammt viel Verkehr. Es ist mir persönlich viel zu viel Verkehr. Es macht mir die Arbeit an der Praxis auch schwach. Haben wir jetzt schon schauen, wie wir mit der Lärmdämmung tun, im Raum und architektonischen Möglichkeiten. Man könnte einiges investieren. Und das ist so. Ich bin gleichzeitig dabei gewesen, letztes Jahr beim Visionsprojekt. Haben sehr viel zusammen getan. Und eine der ganz zentralen Maßnahmen ist das Verkehrskonzept. Und eine ganz zentrale Submaßnahme da drin ist, Bahnhofstraße, Einbahnstraße zu machen. Also einfach wirklich den Verkehr anders zu leiten. Das ist mir ein großes Anliegen und viele andere Leute da. Und vielleicht
darf ich da gerade auch stellvertretend für die Leute reden, die da teilgenommen haben an dem Projekt, wo viele dabei gewesen sind. 355 waren dabei, ja, oder? 50 Familien oder genau, 50 Leute haben mitgearbeitet, so glaube ich. Richtig, genau, es einen engeren Kern gegeben, da bin ich auch gewesen, habe viel von meiner Freizeit investiert, bin bei der Präsentation da gewesen, die ich zum Teil erstellt habe. Und jetzt ist es so, ich möchte einfach wissen von Enke als Kandidaten, wenn es gewählt wird, können Sie es versprechen, dass der Jungbrunnenstrasse umgesetzt wird, dass das so kommt in Enke Amtszeit? Das ist meine Frage. Ja, gehen wir gerne weiter. Wo fangen wir denn an? Also nicht schon wieder beim Herrn Albrecht, nicht wieder beim A. Fangen wir beim Herrn Gritsch an. Eine klare Idee. Sonst bin ich direkt betroffen noch. Ich bin ja in der Liederstraße, direkt in der Bahnhofstraße. Und Sie sind direkt betroffen vom Verkehr auch? Der Straße, von der Zufahrt. Okay. Also zu mir nach Hause kommt man nur über die Bahnhofstraße. Ich war beim Visionsprozess nicht dabei. Es war aber sicherlich ganz, ganz wichtig und interessant. Ich habe es aus den Schriften außer mitverfolgt, wo es geplant ist. Und es ist interessant. Ich muss sagen, man darf aber nicht vergessen, dass sich in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan hat. Ich denke jetzt auch zum Beispiel an die Situation in der Liederstraße neben mir, wo 20 neue Wohnungen gebaut werden. Was in der letzten Zeit auch noch andere Sachen gebaut worden, in die ganzen Zufahrtsstraßen zur Bahnhofstraße. Das Verkehrskonzept ist super und wichtig. Leute, die es noch einmal ganz, ganz konkret anschauen auch und etwas machen. Ich glaube, es ist nicht jetzt mein Ding da sagen, für das setze ich jetzt zu 100% ein Ja zur Einbahnstraße. Zu was ich aber zu 100% ein Ja setzen kann, das ist anzugehen, das ist noch einmal anzuschauen und dann ist schnell auch zu handeln. Herr Christenel, was heißt denn schnell, wenn Sie es nochmal anschauen wollen? Wie sind denn da die Zeiträume? Was heißt denn nochmal anschauen? Nochmal von vorne alles untersuchen, Experten holen? Von vorne nicht und Experten holen. Also ich glaube ja, das hat auch unser Bürgermeister Andreas Heidegger auch gesagt letztens, das Ganze ist etwas Dynamisches. Also der ganze Visionsprozess ist auch etwas Dynamisches, was damals relevant war, ist jetzt vielleicht nicht mehr. Wir müssen auf das aufbauen, ist ganz klar. Wir haben eine super Grundlage. Aber jetzt heint es, 1:1 umzusetzen, da bin ich eher dafür, und das muss ich auch ganz offen sagen, ich bin betroffen, ich wäre auch froh, wenn viel weniger Verkehr ist, weil es mir auch etwas bringen täte, weil wir es auch laut haben. Aber von mir gesamt, wir müssen auf ein gesamtes Verkehrskonzept schauen. Okay, das ist total schön, dass Sie das sagen. Jetzt die konkrete Frage, wird die Bahnhofstraße, wenn Sie Bürgermeister sind, Einbahnstraße, ja oder nein? Es wird zu 100% was getan. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann wäre es gelogen. Okay, das ist eine Antwort. Eine ehrliche Antwort. Ja, eine ehrliche Antwort. Ja, ganz kurz noch einen kleinen Vorspann. Das Verkehrsproblem in Naturens ist wirklich ein sehr leidiges und das muss man komplex und demgemäß auch sozusagen strategisch angehen. Nicht? Man braucht echte Experten, die das gesamte Dorf verkehrsproblematisch gesehen sozusagen erörtern. Und erst wenn wir wirklich eine wirkliche Fachliteratur sozusagen auch als Grundlage haben, dann kann man die verschiedenen Teilaspekte angehen. Es nützt nichts, diese Einzellösungen und so weiter. Das große Problem, Bahnhofstraße, also wie Sie gesagt haben, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich Bürgermeister bin, dann möchte ich nicht von oben herab etwas durchführen, nur im Wahlversprechen sagen, ja, ich mache das, wenn es vielleicht auch unmöglich ist oder weiß daher warum, sondern ich möchte wirklich die betroffenen Menschen, die in der Bahnhofstraße wohnen, und das ist nicht nur die Bahnhofstraße, sondern die Seitenstraße Liederstraße, sie ist immer eine Überdacherstraße, ist der Gerberweg, das sind die ganzen Geschäfte und so weiter, die Lieferanten alle, also schnell, leichtfertig hier eine Einbahnstraße mal machen, vom Dorf raus. Man muss jetzt auch mal bedenken, wenn zum Beispiel Menschen vom Sportplatz retour kommen und die wohnen im Gerberweg, die dürfen nicht mehr herfahren, die müssen rund, also sozusagen wieder über die Gustav-Flora-Straße beziehungsweise bis zum Kreisverkehr rein, dann haben wir in der Hauptstraße einen Mehrverkehr wieder. Und diese Umleitungen sind meines Erachtens auch nicht förderlich. Nicht? Deswegen man muss also Herr Gritsch, Sie vertreten sozusagen die gleiche Position wie Jonas Christen. Sie würden es nochmal anschauen lassen. Nein, ich möchte wirklich, und das ist eigentlich echte Bürgerbeteiligung. Ich möchte, dass die Menschen, die primär betroffen sind in dieser Zone, sich selber äußern dazu, dass sozusagen, dass sie sagen, ja, ich will eine Einbahnstraße, ich will keine. Wer sich nicht äußert, der muss halt leider dann das Ergebnis, was rauskommt, akzeptieren. Aber man kann nicht von hier aus sagen, ja, ich mache eine Einbahnstraße, nicht? Damit bestimmte Leute vielleicht in ihrer Thematik befriedigt sind. Das geht nicht. Man muss wirklich die Anliegen der Menschen
mit hineinnehmen. Und man muss auch langfristig planen, weil, wie gesagt, zum Beispiel die ganzen Lieferanten kann man auch nicht einfach nur aussperren. Nicht? Warten Sie einen Moment, ganz kurz, Sie bekommen ein Mikrofon. Entschuldigung, Sie bekommen ein Mikrofon, weil das Ganze wird aufgezeichnet und wir würden gerne Ihre Frage haben. Aber ganz kurz noch einen Moment warten. Ja. Eine konkrete Antwort? Ja. Nein. Nein, ich sage nicht grundsätzlich nein. Aber wie gesagt, was ist die Antwort? Na, die Antwort lautet, wie schon gesagt, die Menschen, die direkt Betroffenen, können sich selber zu äußern. Und wenn eine Mehrheit dafür ist, dass eine Einbahnstraße gemacht werden soll, dann wird sie gemacht, dann selbstverständlich. Okay, wir geben die Frage weiter. Für mich ist das jetzt ein bisschen sehr irritierend alles zusammen, weil wir sind jetzt 2 Jahre lang auf einem Prozess drinnen gewesen und es haben die Menschen sich geäußert dazu, es war partizipativ. Ich glaube, das ist eben auch der Unterschied, ob man bei einem Prozess dabei ist oder ob man eben nur das Dokument liest. Von mir aus gesehen ist da jetzt eigentlich genug diskutiert worden, es ist genug auch darüber nachgedacht und geschaut worden. Von mir aus gesehen ist da dran zu gehen und es ist ja umzusetzen, es ist wichtig dabei zu sein. Man hat auch damals schon gewusst, dass die Wohnungen kommen, es war ja schon Wohnbauzone, also insofern ist das jetzt nicht irgendetwas Neues. Und an sich, wenn neuer Zielverkehr entsteht, umso mehr muss man die Verkehrsmaßnahmen setzen. Also ich bin dafür, diesen Schritt als Teil des gesamten Verkehrskonzeptes, wie wir es jetzt eigentlich uns auch überlegt und angedacht haben und diskutiert haben in X-Sitzungen, auch mit Experten, auch mit Menschen, die unmittelbar betroffen sind, dass man das auf jeden Fall diesen Schritt umsetzen sollte, so wie es auch vereinbart worden ist bei der Bürgerversammlung, wo ja jeder die Möglichkeit gehabt hat, zu kommen und mitzureden und nochmal mitzudiskutieren. Und logischerweise ist es auch kontrovers. Und es ist auch richtig so, dass man auch sagt, okay, es ist nicht so schwarz und weiß, aber es ist umzusetzen. Es ist jetzt nicht wieder von vorne einen Dialog zu starten und die ganze Bürgerbeteiligung quasi in die Schublade zu schieben, sondern es ist jetzt umzusetzen. Es ist dann so wie vereinbart, 6 Monate zu beobachten, welche Auswirkungen das hat. Und danach zu evaluieren, ob man es beibehaltet oder ob man noch korrigiert. Und das haben wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Prozess auch ausgemacht. Und ich bin da ehrenamtlich auch dabei gewesen. Und von mir aus gesehen, ich als Bürger von der Turns darf mich jetzt wirklich nicht ganz ernst genommen fühlen, wenn nach dieser ganzen Arbeit jetzt gesagt wird, wir müssen halt von vorn machen, es braucht neue Experten. Aber warum wurde es noch Moment, wir sind in einer Position. Die Hoheit habe ich hier. Herr Christianell, warum ist es nicht umgesetzt worden? Wann haben Sie fertig gemacht? 2019? Wieso ist es noch nicht umgesetzt? Ja, im Wesentlichen glaube ich, dass es nicht umgesetzt worden ist, weil einfach diese Corona-Situation dazu gekommen ist. Zudem hat die Verwaltung, die bisherige Verwaltung, und da ärgere ich mich ja dann auch, einfach jetzt diesen Schritt nicht mehr machen will. Ich interpretiere das so, dass man halt nochmal nach Welt schauen, nochmal reden, aber an sich, von mir aus ist es reif, es ist jetzt umzusetzen. Okay, ein Jahr. Ja. Herr Albrecht. Diesmal bin ich auch. Und dann sind Sie dran. Die ganze Lieferantenlogistik kann man ganz anders organisieren, wie sie derzeit abläuft. Man sieht einfach zu den Nachbarn in andere Städte wie Meran oder sonst irgendwo, da gibt es Zufahrten bis einer gewissen Zeit und danach darf da keiner mehr reinfahren. Dann ist es noch eine Fußgängerzone. Die Bahnhofstraße ist sehr wohl völlig zu entlasten. Entweder in diese Richtung oder in die andere Richtung. Das muss noch ausgearbeitet werden. Das würde ich auf jeden Fall probieren. Aber was noch zusätzlich dazukommen muss, ist, dass der ganze Schwerverkehr, der hier unten über die ganze Gustav-Flora-Straße unten hinüberläuft bis zur Edschbrücke, die ja auch immer ein Nadelöhr ist und doch die Staus verursacht, auch für die Bahnhofstraße, das muss man parallel machen. Das ist ganz einfach. Und die Bahnhofstraße sollte als Pilotprojekt wirklich gestartet werden, entweder in diese Richtung oder die andere, um zu schauen, wie das angenommen wird, wie das gelebt wird. Und dann muss für den Radlfahrer und für den Fußgänger viel mehr Freiraum geschaffen werden, in dieser Zone auch zum Einkaufen und so weiter und so fort. Also bei Ihnen kann man das ja stehen lassen. Das ist ganz kurz bitte. Was Wichtiges, was ich noch anmerken möchte, ich war zwar nicht dabei, aber ich habe es gut durchgelesen, das Konzept. Und auch der Professor, was es begleitet hat, hat ganz klar gesagt, die Ergebnisse sind nicht in Stein gemeißelt. Also ich glaube, ich komme aus der Privatwirtschaft und weiß, dass es oft ein Fehler sein kann, wenn ich auf Biegen und Brechen irgendwo festhalte und das unbedingt durchsetzen möchte. Zeiten und Situationen ändern sich. Und ich glaube, da ist es die Aufgabe der Gemeinde, am Puls der Zeit zu sein und schnell zu handeln. Und da, glaube ich, kann man von der Privatwirtschaft ins Einiges anschauen. Aber stur an etwas heint festhalten, was vor 2 Jahren ausgemacht worden ist, und sagen, das muss umgesetzt werden, ist meines Erachtens
besser, wenn wir noch einmal kurz drüber schauen. Okay. Es hat niemand gesagt, dass es über den Haufen geworden werden wird und von vorne angefangen wird. Alles das hat klar. Weder Herr Gritsch gesagt, noch ich, noch schon stehend. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich schon. Ja, ja, ich glaube, das ist dem Publikum auch klar, oder? Ein Ja und ein müssen wir schauen. Bitte das Mikrofon zu dem Herrn, der vorhin unbedingt etwas sagen wollte. Also, ich habe jetzt einmal ganz schnell einmal eine Frage. Warum ist jetzt vor kurzer Zeit, also 14 Tage, eine Zählung, eine Verkehrszählung in der Bahnhofstraße durchgeführt worden? Erstens. Zweitens hätte ich noch eine andere Frage. Warum eine Wohnbauzone ausgewiesen worden ist und keine Ruhestätte, heißt jetzt eine Nachtruhe, eingeführt werden? Zum Beispiel Gerberweg, Simon-Iber-Tracherweg, höchstwahrscheinlich auch andere Sachen. Und zum Dritten hätte ich noch mal eine Frage. Was sagen die Bürgermeister und Kandidaten jetzt, wenn ein G5-Netz kommen würde? Ist Gemeinde oder die Bürger, sind die für den G5 dafür oder dagegen? Dankeschön. Ich habe Ihre drei Fragen notiert, die gehen wir durch. Die Verkehrszählung weiß ich nicht, Herr Zehner-Christen, Sie sind der einzige Aktive im Gemeinderat. Derzeit können Sie diese Frage beantworten. Ich kann probieren, eine Antwort zu geben. Es sind ja aber auch Referenten da, die es ergänzen können. Die letzte Verkehrszählung ist von 2016. Meines Wissens hat die Arbeitsgruppe gesagt, es soll jetzt nochmal gezählt werden, bevor eben die Maßnahme gesetzt wird, damit man auch die Veränderung genau beobachten kann. Mhm. Bedeutet, jetzt wird eigentlich nochmal gezählt, welcher Suchverkehr findet statt in der Bahnhofstraße, damit, wenn danach die Maßnahme gesetzt wird, um eben seriös zu bewerten, ob die Maßnahme auch sinnvoll gewesen ist, wird jetzt nochmal gezählt, um es danach mit den anderen Daten zu vergleichen. Ich finde es eigentlich sinnvoll und macht eigentlich die Sache seriöser. Ja. Wenn ich da etwas ergänzen darf von den Zahlen, man weiß eben, wenn er auf dem Umfahrungstunnel gebaut worden ist, dann haben wir da 17.000 irgendwelche Autos gehabt. Durch tatsächlich, die, ja. Gell, täglich. Weil er dann gebaut worden ist, dann haben wir 3.000 gehabt, dann waren wir diese Situation, wo man sich erkennt, dass die Straßen niederliegen und jetzt haben wir schon wieder fast 8.000. Nicht? Das hat sich eben summiert wieder alles zusammen. Nicht? Es fahren auch ganz viele Bürger einfach durchs Dorf, um zu schauen, was los ist und so weiter. Man, da gibt es ganz tolle Konzepte, wie man das alles verhindern kann. Da hat man ganz tolle innovative Ideen, um solche Sachen in den Griff zu kriegen. Und auch die einheimischen Bürger, wie auch ich selber, nehme nicht aus, wir fahren ja selber auch mit dem Auto durchaus durch ein Dorf. Das ist so. Das heißt, es bräuchte auch eine Sensibilisierung, dass der Verkehr jetzt wirklich hausgemacht ist, oder? Passiert das? Ja, haben Sie das Gefühl? Wieder nicht, also 5.000, wo kämen Sie her? Das sind die Zahlen, die stimmen, oder? Zehner, ja, genau. Ja. Also das stimmt auch so. Also ja. Die Entwicklung, wie Sie der Werner erzählt hat, haben wir auch so beobachtet. Und ich, auch so beobachtet. Ich bin ja neben der Hauptstraße aufgewachsen. Also ich kenne dieses Thema, die Problematik natürlich sehr hautnah. Ist die Antwort, die man darauf gibt, ist ein, von mir aus gesehen komplex. Also uns ist die Sensibilisierung, die von mir aus gesehen in den letzten Jahren schon stattgefunden hat, in unterschiedlichster Form. Derzeit findet ja auch mit Unterstützung des Landes dieses Pro-Bike statt, also wo man wirklich probiert, eben für das Radfahren zu sensibilisieren. Haben Sie genug Radwege in der Turns? Es gibt Radwege, aber genau im Zentrum, im Dorfzentrum, sind die Radwege, also wenn man auf der Hauptstraße unterwegs ist, ich wohne jetzt in Kompatsch, wenn ich mit dem Rad alleine fahre, ist es von mir aus gesehen zu gefährlich. Und vor allem, wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist es zu gefährlich. Dementsprechend, neben der Sensibilisierung, und jetzt rede ich von der Hauptstraße, sind auch seine Maßnahmen zu setzen, auch selbst Teil im Visionsprojekt, dass man sagt, okay, wie schaffe ich es, wie du richtig sagst, Werner, den Durchzugsverkehr, der uns nichts bringt, also wenn ich nicht zurückkehre, aufs Einkaufen oder aufs Trinken und so weiter, wie schaffe ich es, den zu unterbinden? Und da kann ich wahrscheinlich oft mit den Leuten reden und sagen, schau, das ist nicht wichtig und ich nehme mich da auch nicht aus als Teilnehmer von diesem Verkehr. Aber irgendwann wäre ich überlegen müssen, ich muss die Straße wahrscheinlich unattraktiver machen für diesen Durchzugsverkehr, damit ich eben wirklich das Verhalten verändere. Und das ist auch Teil dieses gesamten Verkehrskonzeptes. Die Bahnhofstraße ist der erste Schritt und da muss man weiterschauen, sind die nächsten Bausteine. Und das ist an sich alles schon da und gedacht und da dokumentiert. Sie haben ja diese Arbeit geleistet, dieses 2030 Plus, ich habe es mir auch durchgelesen. Nachtruhe, gibt es die in der Turns? Gibt es eine Nachtruhe in der Turns? Oder ist das ein sehr innovativer neuer Vorschlag, den wir heute gehört haben? Ich glaube, da ich auch eben ohne Reiner bin, dann gebe ich ganz gern Antwort auf das. Also soweit ich informiert bin, ist das wirklich eine Wohnzone, eine ausgewiesene Wohnzone und die Herr von den Anrainer allem wieder, dass einfach die Nacht LKWs hin und her fahren und auf und abladen. Die Wege sind teilweise
noch, soweit ich informiert bin, auch im Privatbesitz, wo man schauen muss. Und ich glaube, da kann man aber eine Lösung finden. Ich glaube, mit den ganzen Lieferanten wichtig ist da, sich an einen Tisch zu setzen und zu schauen, weil wenn es ein Wohnviertel ist, dann gehört auch die Nachtruhe eingehalten. Ist ganz, ganz klar. Das ist einfach auch Lebensqualität, das ist auch das, was Natur uns ausmacht. Und da kann die Gemeinde aber auch aktiv handeln. Einfach mit der normalen Ordinanz von einem Bürgermeister kann man das regeln. Die Durchfahrt, die Zeiten, die Zufahrt. Aber wichtig ist da, so wie bei allem, glaube ich, sich wirklich konkret auch mit den Leuten an einen Tisch setzen, mit den Geschäften, mit den Anwohnern, mit der Gemeinde und dann eine Lösung finden, die was für alle passend ist. Dass man sagt, vielleicht zu den und den Stunden darf wirklich niemand durchfahren, so dass einfach die Lebensqualität in der Wohnzone enden, durch Übertracherstraße Richtung Gerberweg auch gewährleistet ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das scheint relativ unkompliziert zu sein. Ja, Sie dürfen beide. Sie sind heute hier deswegen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das schaut jetzt ein bisschen aus, wie wenn wir das Rad neu erfinden möchten. Wenn man ein bisschen in der Welt herumgekommen ist und verschiedene Städte gesehen hat, dann weiß man ja, dass die Gemeindeverwaltung, nehmen Sie den Bürgermeister zum Beispiel, mit einer einfachen Verordnung solche Sachen regeln kann. Die Zufahrtszeiten, die Zufahrtskategorien und so weiter. Deswegen mich erstaunt es schon sehr, dass diese Signatur uns bisher noch nicht passiert ist. Nicht? Weil ich glaube nicht, dass niemand von uns so etwas schon mal miterlebt hat. Deswegen, so etwas muss man sofort angehen, vor allem, wenn man jetzt die Beschwerden von den Anwohnern hört. Nicht? Man muss die Menschen ernst nehmen. Das ist eine gute Gelegenheit heute, dass wir hören. Es gibt auch ganz andere innovative Lösungen. Zum Beispiel, man muss nicht in Städte fahren, sondern wir haben Gemeinden in Südtirol, ich habe mir das persönlich umgeschaut, die haben Zugangskontrollen mit Schranken und da fahren die Leute rein, die da wohnen. Und wenn die Feuerwehr und die Rettung kommt, dann geht die Schranke eben auch auf, weil die Zufahrt haben. Und dann gibt es keinen Verkehr mehr, der was da nichts zu suchen hat in deinem Viertel. So einfach wäre das zu lösen. Eine einfache, billige Schranke mit der Zugangscode, mit einem Chipkartel. Heute reden wir alle von 4.0 und Digitalisierungen und schon spielen den ganzen Tag mit dem Handy. Und so etwas wäre so eine einfache Lösung für ganz Naturens in die Seitenstraßen, überhaupt kein Thema. Und wie vorher gesagt, die Logistik von Lieferanten, die ist einfach zu organisieren. Siehe Meran, siehe Schlanders, Fußgängerzonen und so weiter und so fort. Die fahren ab einer gewissen Zeit nicht mehr in diese Zonen. Ja, so einfach, das gibt es ja nicht, aber muss man nicht so finden. Sie wollten auch noch was sagen? Nein, nur ganz kurz, weil gesagt worden ist, man muss aussehen, mit den Leuten reden. Wir haben jetzt eigentlich relativ viele so Straßentreffen gehabt, also jetzt genau in dieser Vorwahlzeit, und wir wohnen auch im Gerberweg, und Tom ist effektiv mit den Leuten geredet. Und dieser Vorschlag, dass man beispielsweise Verkehr probiert einzuschränken, vor allem Suchverkehr einzuschränken, durch Maßnahmen wie eben Anrainer, Parkplätze oder natürlich gesteigert, wie du sagst, muss man da Schritt für Schritt gehen, Anrainer Zufahrten. Aber wenn es uns gelingen würde, schon leider mal zu sagen, in diesen Zonen gibt es da Anrainer Parkplätze, dann hat man wahrscheinlich schon eine relativ signifikante Reduzierung des Suchverkehrs und damit eigentlich schon mehr Lebensqualität und Aufenthaltsqualität. Also das ist ein Vorschlag, den wir draußen jetzt in die Straßen diskutiert haben, der auch von den Anrainern gut angenommen worden ist, und so etwas kann man sicherlich relativ schnell umsetzen. Ja, Nachtruhe auf die Agenda setzen ist sicher auch kein Fehler. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß, dass die Natur und zur Gemeinderatswahlen hier heute das Thema sind, aber Sie müssen ja aus der Gemeinde auch raus. Ist das kein Thema, der Verkehr aus der Gemeinde zur Gemeinde? Darf ich noch ganz kurz einhaken? Ganz kurz. Um was geht's? Um die Frage. Um die Nachtruhe. Die 5G machen wir danach. Markus Bär, ich kenne dich von der Stimme her schon, du kriegst schon deine Antworten. Das ist unfair. 10 Sekunden. Also da mir ja vorher gesagt hat, ich bin da vielleicht, also da kann ich zu 100% sagen, das schärft man sich an und setzt um. Okay. Also zu 100%. Verkehr in die Gemeinde, aus der Gemeinde? Gibt es da Konzepte? Weil das 2030 plus, so wie ich es gelesen habe, war jetzt nur gemeindetechnisch gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es aber größere Lösungen braucht, generell. Ja, ich habe, wie gesagt, schon am Donnerstag im Zuge des Rhein-Senderbots Mittagsmagazins gesagt. Rhein-Südtirol, entschuldige, ich muss es kurz sagen, wir heißen jetzt einfach schon seit 5 Jahren anders. Tut mir leid, ja, ich bin nicht auf dem letzten Stand, tut mir leid. Kein Problem, ich erwähne es nur. Kann passieren. Ja, wie gesagt,
Unser Vorschlag ist zum Beispiel eben auch im Hinblick auf diese Verkehrsproblematik, dass wir den Verkehr entlassen, dass man ihn eben, wie gesagt, nicht ins Zentrum, in den Ortskern reinfahren lässt. Zum Beispiel, wenn man eben an den verschiedenen Zonen, Natur und Ost bzw. Natur und West, Möglichkeiten schafft für Parkplätze und so weiter, nicht? Damit auch nicht jeder Mensch mit dem Auto ins Zentrum einfahren muss. Natürlich, im Zentrum selber müsste man sich dann auch Gedanken machen, ob man nicht irgendwelche Parkmöglichkeiten noch dazu fügen könnte. Zum Beispiel im Hinblick vielleicht auf eine Tiefgarage hier beim Rathausplatz oder, wie eigentlich schon mal angesprochen wurde, draußen bei der Ausklebergstraße, je nachdem, ob man einen Parkhochdach und so weiter macht. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und vor allem, wie vorhin auch erwähnt wurde, dass mit dem Radweg, man muss natürlich schauen, die Radwege wirklich auszubauen und demgemäß auch die Gefahrenstellen entschärfen. Und vor allem, ich habe letztes Jahr selber beim ProBike mitgearbeitet, mit der Referentin, die da oben sitzt. Man sollte einfach versuchen, wir selber mit gutem Beispiel vorangehen, dass die Menschen einfach sozusagen von sich aus das Rad bevorzugen, wenn sie im Dorf selber sind. Nicht? Natürlich von der Fraktion ist es viel schwieriger. Nicht? Herr Gritsch, aber meine Frage war jetzt wirklich raus aus der Gemeinde? Den Verkehr meinen Sie raushalten, oder? Ja. Mhm. Ja, natürlich zum Beispiel Durchfahrtsbeschränkungen auf der Hauptstraße im Ortszentrum zum Beispiel machen. Nein, ich denke jetzt wirklich, wie geht die Zusammenarbeit, wie arbeiten Sie gemeindeübergreifend mit anderen Gemeinden im Finchgau, um dieses Verkehrsproblem in den Griff zu bekommen? Haben Sie eine Idee dazu? Ja, hier ist natürlich, sollte man wirklich an einem gemeinsamen Strang ziehen, denn es kann nicht eine Gemeinde etwas für sich machen, wenn einfach der ganze Finchgau sozusagen darunter leidet, das ist ganz klar. Und natürlich, wenn man jetzt eine großräumige Möglichkeit andenkt, dann müsste man sich schon wirklich Gedanken machen, wie zum Beispiel Herr Bernhard in einem sehr guten Leitartikel geschrieben hat, dass noch mehr Schwerverkehr über den Rechen kommt, mit dem haben wir natürlich schon auch Probleme, nicht? Also hier müsste man schon wirklich schauen, zum Beispiel Güterverkehr, was möglich ist, auf die Schiene zu verlegen. Und wie gesagt, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten dazu, nicht? Auf die Finchka-Schiene? Auf welche Schiene? Nein, nicht auf die Finchka-Schiene, sondern schon auf den Brenner. Schon auf die andere Schiene, alles klar. Okay, möchte jemand von Ihnen noch was dazu sagen zu dem Gemeinde? Ich glaube generell, also das Rauskommen aus der Gemeinde ist jetzt nicht so ein gespürtes Thema, aber wenn man es übergemeindlich sehen will, dann kommen Ergänzungen. Also wir arbeiten, ich bin Umweltreferent in der Bezirksgemeinschaft, wir haben erst letzte Woche jetzt das Treffen gehabt mit Landesrat Alfreiter und mit der Bierbrauerei Forst an dieser großen Umfahrung Rabland, was natürlich für uns auch relevant ist. Das heißt auch nicht, dadurch wird nicht weniger Verkehr, sondern es wird der Verkehr einfach flüssiger. Und da gibt es jetzt die konkreten Vorschläge, okay, was auch unser Gemeindegebiet zum Teil betrifft. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht ein innergemeindliches Thema in dem Sinn. Naja, es betrifft aber trotzdem Leute, die pendeln müssen, die zur Arbeit, zur Schule und so weiter, genau, müssen. Also das hat ja auch mit Lebensqualität zu tun, wenn ich mich jeden Tag im Stau ärgern muss, um heimzukommen. Und dann bin ich endlich daheim in der Turns, endlich. Okay, 5G hatten wir. Genau. Die Frage 5G, nach dem 5G-Netz. Herr Albrecht mit A möchte wieder beginnen. Ja, genau. Also ich weiß nicht, inwieweit eine Gemeinde die Kompetenzen hat, um solche überregionale Projekte wie 5G, die ja eigentlich jetzt europaweit forciert werden von verschiedenen Politikern teilweise, aber auch von den Regierungen und von den Gesellschaften, inwieweit Naturns als Gemeinde da Kompetenzen hat, dieses einzuschränken oder zuzulassen oder nicht zuzulassen. Da bin ich jetzt persönlich mal momentan überfragt. Aber ich glaube, die Frage zielte darauf ab, wie Sie dazu stehen, könnte ich mir vorstellen. Ich persönlich brauche es nicht, ich habe 3G, ein altes Handy, iPhone 5 ist 10 Jahre alt, geht wunderbar. Ich habe hier G3, scheint auf. Ich kann alles machen. Also ich persönlich bräuchte es nicht. Okay, aber als Bürgermeister geht es ja nicht dann nur um Sie, sondern dann würden Sie... Ich sage, ich persönlich brauche es nicht, aber ich weiß ja nicht, welche Kompetenzen eine Gemeinde hat, okay, wenn er uns, um so etwas zu verhindern oder zu forcieren, keine Ahnung. Herr Christanell. Also ich glaube, Zukunftstechnologien auszuschließen, a priori ist sicherlich nicht der Weg, was man einschlagen soll. Man muss in die Zukunft schauen. Auch wenn ich jetzt an die Autoindustrie denke, die selbstfahrenden Auto, das wird sicherlich alles auf 5G oder noch mehr aufgebaut. Und da dürfen wir ihn sicherlich nicht verschließen. Ich gebe die Frage weiter. Ja, vielleicht kann ich ergänzen, Werner, also die Gemeinde hat bereits seit 10 Jahren ein Telekommunikationskonzept, das haben wir erarbeitet und da im Gemeinderat besprochen und genehmigt, wo genau eben drinnen steht, welche Sendemasten und welche Ausbaumöglichkeiten es gibt. Damals hat man natürlich nicht von 5G geredet, sondern von anderen Formen, von Frequenzen und so weiter. Also insofern, die Gemeinde hat Kompetenz in diesem Bereich, also wenn eine Gemeinde absolut nicht will, dann kann man sich auch dagegen wehren bis zu einem gewissen Punkt. Ich persönlich bin
der Meinung, dass man das sehr gut anschauen muss. Bedeutet also, ja, richtigerweise 5G kann eine Zukunftstechnologie sein. Ich denke weniger im automatisierten Verkehr, weil ich glaube, dann werden die Autos eher auf Abstand fahren und mit GPS, als wir vielleicht mit 5G. Aber ich denke, dass es trotzdem, man sagt neu, Smart Village und Smart Leben, also das, dann kann das durchaus interessant sein. Aber ich denke auch gleichzeitig, es ist genau zu überlegen, wo man es macht. Also ich bin auch der Meinung, dass die Gemeinde durchaus auch da ein bisschen kreativ sein kann und vielleicht Zonen definiert, wo ich sage, das ist eine 5G-freie Zone, das ist eine 5G-integrierte oder halt Zonen, wo 5G dann auch vorhanden ist, damit man eben auch den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird. Also wenn der Kollege Albrecht sagt, ich bin erst mit 3G glücklich und er möchte das nicht, dann sollte er vielleicht in einer Wohnzone sein und leben dürfen, wo das eben nicht ist. Und andere Zonen, ich kann mir vor allem vorstellen, im Gewerbe oder bei automatisierten eben Einrichtungen, dann ist es wahrscheinlich notwendig, um auch am Puls der Zeit zu bleiben und zukunftsfähig zu sein. Also insofern, da die probieren, eine differenzierte Antwort zu geben, auf der einen Seite Wohnzonen schützen, auf der anderen Seite aber auch Fortschritt zulassen. Mhm. Das ist sicherlich super. Entschuldigung. Entschuldigung. Na super, aber inwiefern da die Gemeinde dann wirklich entscheiden kann und mitreden kann und aufteilen kann, es wäre wünschenswert, wenn das wäre, auf alle Fälle, inwiefern die Gemeinde da wirklich eingreifen kann und sagen, die Straße ist 3G, die ist 4, die ist 5, traue ich mich nicht abzuschätzen und zu sagen, das ist möglich. Ich glaube schon. Herr Glitsch. Ja, also grundsätzlich muss ich auch sagen, dass man eine neue Technologie nicht von vornherein nur deswegen abweisen soll. Man soll sie sich genau anschauen, technisch anschauen, also die Vorteile, Nachteile, vor allem auch die Belastung für die Menschen, die Strahlung, beziehungsweise die möglichen Folgeschäden. Und demgemäß muss ich schon sagen, man muss wirklich in Einklang mit den rechtlichen Normen vorgehen. Wenn man die Kompetenzen hat, kann man schauen, wie man das irgendwie in den Griff bekommt. Aber ich glaube nicht, dass es eine sinnvolle Idee ist, dass man eine Straße macht, eigentlich nicht, weil dann wird man wieder die Menschen ungleich behandeln. Und das wäre das Letzte, was ich mir vor Augen führen möchte. Aber andererseits natürlich muss man schon schauen, wo man die Standpunkte dann hinsetzt. Dass die menschliche Gesundheit, die hat von mir aus gesehen den höchsten Rang, den höchsten Stellenwert und die muss geschützt werden. Nur vielleicht zur Ergänzung noch, wenn wir von 5G reden, ich denke, der erste Schritt sollte einfach jetzt mal das flächendeckende Ausbau von Glasfaser sein. Weil, sehe ich einmal, die Basisinfrastruktur ist natürlich allem die Vernetzung. Auf welchem Punkt ist man da? Sind wir auf unterschiedliche, die zuständige Referentin, die Barbara, sitzt ja auch da. Wir sind auf unterschiedliche Niveaus. In Schirland funktioniert es sehr gut mittlerweile. Zumindest sind wir erst vor kurzem oben gewesen und die Leute haben es bestätigt. Im Dorf, ich beispielsweise in Kompatschans noch nicht da, sind wir derzeit dabei. Ich bin Teil der ersten Ausbaustufe, bedeutet wahrscheinlich, wird es das Jahr noch kommen. Und man ist derzeit in der Planung von der zweiten Ausbaustufe. Aber ich denke, sie müsste eher die zuständige Referentin dann ausführen, wenn es Detailfragen gibt. Ich würde Sie gern wieder zu Wort kommen lassen. Ich kann mir vorstellen, es gibt noch weitere Themen. Bitte melden Sie sich einfach durch einfaches Hierrufen. Ja, ich habe noch eine kleine Anmerkung zur Bahnhofstraße. Ja, bitte. Und zwar, ich bin Anrainerin und mir gefällt die Idee gut von der Einbahnstraße als Privatperson, also als Anrainerin. Beruflich bin ich im Hauspflegedienst tätig, in der Turns und Umgebung. Dann wird es noch wesentlich interessanter, weil, so wie mir das ein bisschen erklären haben lassen, ist in eine Richtung, geht gut. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel zwei Betreuungen in der Bahnhofstraße habe oder meinetwegen einen in Gerberweg, dann mache ich eine Betreuung und fahre noch durch einen halben Dorf durch, damit ich zu der nächsten komme, wo ich jetzt zur Zeit eine Minute Fachzeit habe. So, man hat, das ist witzig vielleicht, für jemanden, der was das jetzt so hört und denkt sich, ja, die hat jetzt wirklich eine Rolle. Aber für mich beruflich macht das etwas aus. Privat, das ist wirklich sehr befürworten, die Einbahnstraße, weil die Bahnhofstraße wirklich für Kinder teilweise sehr gefährlich zu befahren ist mit dem Fahrrad. Es ist wirklich ja so. Hätten Sie einen Gegenvorschlag oder eine Idee, wie man es machen könnte? Ja, hell ist natürlich schwierig, weil entweder Einbahnstraße oder sie wirklich verbreitern kann man sie nicht da. Es sind die Parkplätze beim Deschbar, die was ganz ungünstig sein, meiner Meinung nach, weil die Leute praktisch ungünstig einparken müssen beim Rückwärts ausparken.
sicher die Fußgänger, die manchmal auf der Bahnhofstraße flanieren, die Radfahrer nicht da und auch teilweise die Autofahrer, die da kommen. Aber es ist wirklich schwierig da drüben. Aber jetzt rein privat muss ich sagen, ist es eine tolle Idee. Beruflich bin ich gespannt, was zusammen daraus wird. Ja, und beruflich, wenn Sie jetzt die Schleife fahren müssen, betrifft es ja nicht nur Sie, sondern natürlich auch das ganze Dorf, weil Sie ja mehr Verkehr verursachen. Ich glaube nicht, dass jemand eins von Hausnummer 5 auf Hausnummer 49 gehen muss, innerhalb der kürzester Zeit. Also Sie glauben, Sie sind eher die Ausnahme? Weil ich beruflich unterwegs bin. Ja, vielleicht gibt es noch andere Stimmen zu der Idee. Mit dem Fahrrad fahren. Mach mal eine kurze Umfrage. Was ich aber nicht unbedingt sinnvoll finde, ist der Vorschlag von Herrn Albrecht mit der Schranke. Weil Hems dachte in der Früh wahrscheinlich mit einem riesen Kistel und haben überall Drucker drinnen, damit ich zu meinen Betreuten zurückkomme. Super genial. Also bitte nicht da. Keine Minimum raus. Alles klar. Dankeschön für Ihre Stellungnahme. Es gibt eine weitere Wortmeldung. Also, Brigitte, ich habe mir jetzt gerade gedacht, wenn es beruflich ist, logisch ist für ihn Solle. Also, ich bin auch eine Bewohnerin der Bahnhofstraße. Beruflich, wenn man selber unterwegs ist, ist es wahrscheinlich schon einfach ein Umdenken, was bei uns stattfinden muss. Also, ich denke mir, wenn man beruflich unterwegs ist, dann sage ich vielleicht, alles ist mir schon klar. Aber vielleicht, ich weiß ja nicht, ob sie es bestimmte Uhrzeiten, ich sage, ich lege den Mensch auf der Zeit und der geht nicht. Okay, das war jetzt so schon mein Vorschlag gewesen. Aber halt, ich finde, die Probezeit finde ich spannend und dann werden vielleicht auch der eine und der andere, weil es gibt einfach ganz viel hausgemachten Verkehr, weil jeder für kurze Strecken auch sein Auto nimmt, weil ich bin in einer Untergruppe von der Vision 2030 zum Thema Fahrrad, dass einfach die Leute viel mehr in Dorf zu Fuß oder mit dem Radl gehen und man einfach überlegen sollte, wenn man einen Großeinkauf macht, ist was anderes als was wir, weil ich zu faul bin oder weil ein paar Tropfen Regen sein. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen von Ihnen oder Fragen oder Anregungen jetzt für diese heutige Diskussion? Ja, hier vorne bitte. Claudio ist schon unterwegs. Ja. Ich hätte einen kurzen Vorschlag zur Entlastung der Bahnhofstraße. Wenn man die Querstraße von Bahnhofstraße zur Gustav-Flora-Straße mit der Liederstraße verbinden würde, dann wäre der sämtliche Verkehr weg. Weil die vom Dorf nicht runterfahren müssen, können alle wieder die Strecke machen. Und die Bahnhofstraße, meiner Meinung nach, müsste zweispurig bleiben. Weil sonst haben wir doppelten Kreisverkehr. Immer geht es so herum, wenn ich nicht mehr hin und zurück darf. Da haben wir ja mehr Verkehr, nicht weniger. Ich verstehe überhaupt nicht diese Logik. Danke. Dankeschön. Ja. Ja, hinten eine Frage. Ja, Bürgermeisteramt ist heute nicht mehr wie vor 30 Jahren, wo man so nebenbei gemacht hat als Nebenjob. Es ist ein Vollzeitjob. Und wir haben bisher das Glück gehabt, einen Bürgermeister zu haben, 15 Jahre, der sehr viel Zeit investiert hat. Wie schaut es bei den 4 Kandidaten aus? Das ist eine sehr schöne Frage. Dankeschön. Und ich hänge da gleich daran, Ihre Motivation, Zeit und Motivation. Jetzt fangen wir wieder beim Herrn Albrecht an. Ja, ich mache das ganz gerne. Ich würde zuerst der Frau antworten, die in der Pflege tätig ist. Also die Zugangsschranken, das kann man mit einem Chipkartel programmieren, dass ein Bürger, der Zugang zu mehreren Wohnvierteln hat, durch die Pflege mit einer Chipkarte alles öffnen kann. Das hat die Feuerwehr dann genauso wie die Rettung und so weiter. Das ist halt alles nur mehr eine digitale Programmierung, überhaupt kein Thema. Wir programmieren heute schon Müllpressen, die mit der Gemeinde kommunizieren, wenn sie voll werden. Das so einfach ist das halt. Deswegen reden wir ja auch von Innovation und Digitalisierung. Also diese Sachen werden digital gelöst, ganz einfach. Und wenn kein Strom ist, dann kommen sie von Hand auf. Denn es, ist alles schon, es gibt Gemeinden, wo das überall schon kommen funktioniert. Kommen wir zur Frage. Zur Frage. Mhm. Was war die Frage nochmal? Wie viel Zeit nehmen Sie sich für das Bürgermeisteramt und Ihre Motivation? Toll, das ist jetzt ganz eine tolle Frage. Die Lehrer, haben es ganz einfach gehabt. Man muss das wirklich, das war ein Privileg. Sie konnten die Stammrolle behalten
waren sozialversichert und konnten dann Vollzeit in diesen Job in das Gemeindeamt wechseln. Albrecht, Sie sind aber kein Lehrer, oder? Nein. Ja. Können Sie die Frage auf sich beziehen, bitte, nicht auf andere? Also für mich, ich finde das alles, dass es ein Vollzeitjob ist. Und ich persönlich bin jetzt Marketing- und Vertriebsleiter bei einer Firma und dann würde man in diesen Job wechseln. Ich bin auch pensionsberechtigt jetzt. Ich werde sie nicht annehmen, die Pension, in 43 Jahre und mehr. Könnte sofort in Pension gehen. Und ein Bürgermeister muss das Amt voll ausüben und muss sich da einknielen und wirklich für die Bevölkerung tolle, innovative Projekte mit den bestehenden Mitteln umsetzen. Also Vollzeit. Vollzeit. Ihre absolut. Motivation, erklären Sie uns noch kurz vielleicht. Die Motivation ist die, dass ich jetzt nicht finanzielle Motivation habe, weil ich als Vertriebsleiter eigentlich wahrscheinlich mehr verdiene wie der Bürgermeister aktuell, wenn das jemand vielleicht in Zweifel stellen möchte. Es geht nicht ums Geld, es geht hier um die Sache. Ich sehe da jetzt, dass man da einmal eine Chance hat für diese Bevölkerung mit dem Wissen, was man sich 40 Jahre lang angeeignet hat, durch die sämtlichen Berufskategorien durch, weil ich 4 abgeschlossene Berufstitel und kann sehr wohl in vielen Bereichen mitreden, bin selbstständig, musste mir das Geld immer hart erarbeiten. Ich war auch in der Stammrolle, Achtung, gell? Ich war im Krankenhaus, 13 Jahre in der Stammrolle, ich war von 600 Mitarbeitern als einziger gekündigt und ich hätte bleiben können, bis ich umfalle im Krankenhaus. Ich bin aber rausgegangen in die Wirtschaft, um mich dort zu beweisen und dort etwas zu erreichen. Und die haben auch ganz tolle Erfolge gehabt. Exportpreis 2010. Also Sie würden so Ihr Wissen gerne richtig. In die Gemeindepolitik tragen. Also das Wissen, das, und was noch wichtig ist, dass die Leute das verstehen. Ich komme aus der Sozialwirtschaft. Ich war fixer Angestellter, Krankenstand, auch 3 Monate. Du hast all dein Geld gekriegt, kein Thema. Das passiert mir heute nicht mehr als Selbstständiger. Das sind Riesenunterschiede. Deswegen Sozialwirtschaft. Ich komme sozial aus einer ganzen schwachen Familie, sozial eigentlich. Und jetzt haben wir uns nach oben gearbeitet. Sozialwirtschaft kann nur funktionieren, wenn Marktwirtschaft funktioniert. Okay. Halbrecht, Dankeschön. Herr Jonas Christanel. Dankeschön. Also ich bin auch recht froh, dass ich jetzt da antworten kann. Also es ist ein Vollzeitjob. Das wird ja allen wieder betont, ist ganz klar. Bei mir schaut die Situation ganz ehrlich auch so aus, wenn ich Bürgermeister werden sollte oder wenn der politische Wille da ist, dann muss sie jemand im Betrieb zu 100% anstellen. Das heißt, ich werde es nicht ganz lassen, weil es mir einfach wichtig ist, aber ich brauche eine Vollzeitstelle, die mir meine Position übernimmt, sozusagen. Die ganzen Sozialabgaben und so weiter werden bei mir dann nicht über die Gemeinde oder über das Land finanziert, sondern werden vom Betrieb selber einbezahlt. Und ich war zu 100% da. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Meine Motivation, ich möchte mein betriebwirtschaftliches Wissen, was ich jetzt auch die letzten 15 Jahre mir angeeignet habe, einfach auch einbringen. Ich glaube, das ist für mich ganz, ganz etwas Wichtiges. Ich habe viel lernen dürfen, ich war auch Lehrer für 11 Jahre. Ich habe auch die Stammrolle gehabt, ich habe verzichtet auf die Stammrolle und habe ein Bestattungsunternehmen gegründet, war jetzt fast 15 Jahre dort tätig. Und habe einfach gelernt in der Privatwirtschaft, hart gelernt, was es heißt zu sparen, was es heißt zu kalkulieren, was es heißt zu planen. Und ich sehe jetzt ganz persönlich die Gemeinde als kleinen Betrieb, der was betriebswirtschaftlich auch geführt werden muss, wo man schauen muss auch. Wir haben Mitarbeiter, wir haben die Leute, wir haben die Bevölkerung. Und ich glaube, die Gemeinde muss so geführt werden unter dem betriebswirtschaftlichen Aspekt, dem, was man sich hart erarbeitet hat. Das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen kann. Und das möchte ich inbringen. Und eben den politischen Willen, der was mir einfach auch ein bisschen gefehlt hat, die politische Entscheidung, dass die Politik wieder zu ihren Entscheidungen zurückkommt und dass sich getraut wird, politisch zu entscheiden, auch mit den Konsequenzen, die was daraus entstehen. Weil das hat man gelernt in der Privatwirtschaft. Wenn ich heute etwas tue, etwas entscheide, dann hofft ich morgen selber mit denen. Da muss ich mir bewusst sein, dass ich das tue. Und der politische Wille, also die Umsetzungswille der Politik, hat mir auch gefehlt. Das ist sicherlich auch eine Motivation, wo ganz, ganz viel ausgeschoben worden ist ans Beamtentum sozusagen. Wo man sich nicht mehr getraut hat,
politisch zu entscheiden oder für groß zu stehen. Und das möchte ich noch einmal einbringen, was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist. Dankeschön. Gehen wir die Frage weiter, Zeit und Motivation. Ja, ich kann ganz klar sagen, ich darf 100% meiner beruflichen Zeit zur Verfügung stellen. Ich habe beobachtet in den Jahren, wo ich jetzt in der Gemeinde aktiv sein darf, dass es absolut notwendig ist. Also absolut notwendig ist. Es ist sehr komplex. Man muss sich die Zeit nehmen, man muss mit den Bürgern bereit sein, auch in Diskurs zu gehen. Es sind viele, viele Verantwortungen. Ich bin der Meinung, es ist absolut notwendig, also 100% der beruflichen Zeit zur Verfügung zu stellen. Das heißt aber nicht, weil ich habe jetzt gemerkt, das ist ein bisschen ein Schimpfwort, dass jemand dadurch Berufspolitiker wird, sondern das heißt für mich, dass das ist eine Berufung auf Zeit, aber die sein muss man dann 100% machen. Also wenn ich die Möglichkeit habe und wenn ich das Vertrauen kriege, dann bin ich bereit, dieses Vertrauen so ernst zu nehmen, dass ich 100% investiere. Ich bin natürlich Lehrer, das ist jetzt ja schon einige Male gesagt worden, bedeutet also, ich kann mich freistellen lassen, ich habe tatsächlich auch eine Stammrolle. Ich sehe das aber, natürlich ist das ein Vorteil, aber es ist kein Privileg, sondern von mir aus gesehen, damit Menschen, die aus dem öffentlichen Dienst kennen, Politik machen, kennen auch, ist es notwendig, das zu schützen, weil ansonsten kein Mensch kann aus dem öffentlichen Dienst aus der Stammrolle ausgehen und danach wieder reingehen wollen. Dann verliert man die Position, also damit würde man eine ganze Kategorie ausschließen. Und das andere, dass das jetzt so ein großer Vorteil ist, also ich habe das extra nochmal nachgeprüft, also wenn jemand aus der Privatwirtschaft kommt oder auch ein Freiberufler ist, dann ist es tatsächlich so, wenn man es richtig ummeldet und alles, dann übernimmt die Gemeinde die Einzahlungen für die Rentenkasse und die Sozialabgaben. Also insofern ist es jetzt nicht so, dass auf einmal da ein großer Vorteil ist, sondern das muss man, ich glaube, das hat sich geändert in den letzten Jahren, muss man korrekterweise sagen, und ich finde das auch richtig, damit wirklich alle die Chance haben, auch politisch tätig zu sein, vor allem auf lokaler Ebene. Motivation. Genau. Zur Motivation, also ich habe jetzt gezogen, primär ist es einfach ein Idealismus, den ich eigentlich seit der Zeit, wo ich Politik mache, einfach nur allem in mir habe, und das brennt allem nur dieser Wille zu mitgestalten und zu mitverändern, und den hat die Erfahrung gemacht, dass man selbst kann, wenn man die Möglichkeit also beim Schopf packt und halt mitmachen will. Ich möchte aber auch sagen, weil da jetzt ein bisschen ausgebreitet worden ist, Wirtschaftskompetenz und so weiter, ich finde auch nicht, also ich finde es nicht ideal, wenn man so kategorisiert, also die Lehrer quasi haben die und die Fähigkeiten oder die und die Fähigkeiten nicht, oder also so die Menschen so in Schubladen dienen, glaube ich, wird der ganzen Sache nicht gerecht. Jetzt, wenn ich ein bisschen von mir erzählen darf, vielleicht ganz kurz, ich komme von einem Gastbetrieb, also heißt, ich bin in Sem groß geworden, bin in einem Restaurant, in einem Hotel groß geworden, also komme in dem Sinn aus der Wirtschaft, ich komme aus der Wirtschaft, aus einem Betrieb außer, habe dann einen anderen Weg eingeschlagen, stimmt, aber ich bin heim beispielsweise Verwaltungsrat der Edina mit 400 Mitarbeitern, also wenn Sem zu mir sagt, ich habe keine Kompetenz in Wirtschaftsfragen, dann aber Herr Entschuldigung, ich möchte das. Es geht um die Motivation und nicht um die Kompetenz. Genau, und die Motivation ist eben diese 360 Grad an Kompetenzen, die ich mitbringe, da voll mit einbringen. Also bedeutet so die wirtschaftliche Kompetenz, als auch die soziale Kompetenz, als auch die Erfahrung, die ich bereits habe in der öffentlichen Verwaltung. Das stelle ich zur Verfügung und mit dem biete ich mich an. Okay, danke schön. Ganz kurz noch eine Replik von Herrn Zehner. Er stammt zwar aus dem Restaurantbereich, aber das führte sein Bruder. Das heißt, er hat ja selber nie ein Restaurant geführt. Deswegen kann man nicht sagen, er hat ein Wirtschaftsunternehmen geführt. Nur ganz geteilt am Rande. Ja. Okay, aber meine es geht jetzt um Sie. Familienbetrieb, mich, ganz genau. Ihre Zeit, genau, Ihre Motivation. Zeit, dass man über eine Vollzeit überhaupt reden muss, glaube ich, ist sowieso schon unerlässlich, weil ein Bürgermeister muss Vollzeit da sein. Das ergibt sich schon rein aus der ganzen Komplexität der Tätigkeit und so weiter. Deswegen Vollzeit ist 100%ige Voraussetzung, da kann man gar nicht nur Teilzeit machen. Nicht? Meine Motivation ist natürlich erstens... Was heißt das jetzt in Ihrem Fall? Sie haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, den würden Sie auch übergeben, so wie Herr Christanell dann einen Vollzeitmitarbeiter hätte? Ich habe bereits mit den Umstrukturierungsmaßnahmen angefangen in meinem Betrieb, werde diese noch weiterhin vollziehen, beziehungsweise dann natürlich, wenn ich Bürgermeister bin, kann man auch kurzfristig fluktuierend Personal einsetzen. Wir haben hier sozusagen saisonale Höhepunkte und so weiter, gerade im Obstbau, das ist die Kernzeit, die wichtigste Zeit, zum Beispiel ist die Ernte, aber das wird jetzt ein bisschen zu ausführlich. Meine Motivation wirklich ist, den Bürger endlich ernst nehmen, so wie wir es in unserem Programm heuer auch schon geschrieben haben. Wir waren die Ersten, die das Programm überhaupt veröffentlicht haben. Den Bürger in den Mittelpunkt stellen und endlich, wie gesagt, für alle Menschen ein gleiches Recht bringen, Gerechtigkeit, vor allem zum Beispiel auch im Baurecht
und Veränderungen in dieser Politik hier bringen. Wir mussten leider seit vielen Jahren feststellen, dass bestimmte Sachen sich eben nicht so entwickelt haben, wie sie hätten sein sollen. Und deswegen ist ein großes Bestreben von mir, und ich wurde oft auf der Straße angesprochen, abgesehen von den Kompetenzen, von den technischen, rechtlichen Kompetenzen, dass ich sozusagen der Bestgeeignete von allen hier bin, sich sollte diese auch einbringen. Nicht? Ja, es ist leider so. Ich muss sagen, Herr Albrecht wird vielleicht andere Kompetenzen haben, aber ich weiß nicht, ob er auch über ein abgeschlossenes Rechtsstudium verfügt. Und demgemäß muss ich schon sagen, Politik und Recht sind halt die zwei Paar Schuhe an einer Person. Die Sie studiert gell? Haben. Ganz genau. Nein, man muss auch vollziehen, nicht nur studieren. Nicht? Mhm. Genau. Dankeschön für dieses Statement. Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Die Bautätigkeit wurde jetzt immer wieder von Herrn Gritsch angesprochen. Ich habe das auch in der Diskussion bei den Kollegen im Mittagsmagazin gehört, aber ich würde gerne Ihre Fragen hören. Ist die Bautätigkeit ein Thema in der Turnz, das Sie gerne hier diskutiert haben möchten? Ist der Tourismus ein Thema, das Sie gerne diskutiert haben möchten? So, drei zugleich. Doch, Sie müssen noch reinsprechen. Ja. Zur Bautätigkeit, ja, meine Frage. Hat Naturns, das heißt, es hat noch keinen Gefahrenzonenplan verabschiedet. Aha. Und ich habe das Gefühl, dass in Gefahrenzonen, also für mich jetzt vermeintlich Gefahrenzonen, immer noch gebaut wird und die öffentliche Hand dann die Schutzmaßnahmen tragen muss. Mhm. Bis wann, wenn Sie Bürgermeister werden, Jonas, oder haben wir einen Gefahrenschutzplan? Die Frage geht an den Herrn Jonas Christanel. Ja, ich würde sagen, Sie fangen an und wir geben sie an alle weiter. Und ich bitte um eine relativ kurze Antwort. Wir haben es schon fast 9 Uhr. Ganz kurz. Auf alle Fälle so, wie weit ich informiert bin, ist der wirklich noch nicht umgesetzt. Und das ist schnellstmöglichst zu machen. Also eines der ganz, ganz wichtigen Sachen. Und mit Priorität ganz hoch. Muss man machen. Richtig, ja, ich war jetzt Gast viermal bei Gemeinderatssitzungen und dann das mitbekommen, dass dieser Gefahrenplan, eben Gefahrenzonenplan, an die nächsten Verwalter weitergeschoben wurde. Das heißt, wenn Sie Bürgermeister sind, dann? Dann ist es meine Aufgabe, das mit meinem Team umzusetzen, und ein guter Manager weiß, was er nicht kann, und holt sich die Leute, die alle das können. Okay. Nur so viel zum Studium. Gell? Ein guter Manager weiß, was er nicht kann, und holt sich die guten Leute alle, die was etwas kennen. Gefahrenzonenpläne? Ja, da kann ich konkret antworten. Also der Gefahrenzonenplan ist derzeit in der Genehmigungsphase, bedeutet, also er ist ausgearbeitet. Mittlerweile muss jetzt ergänzt werden durch zwei weitere Studien, weil eben zwar Fließgewässer oder Turkämme sein, laut Amt, aber ist eigentlich insofern relativ kompakt und fertig. Meines Erachtens zu spät, bin ich an derselben Meinung, hätte früher so weit kommen müssen. Gibt es jetzt eine ganze Reihe von Gründen, und man wird dann sehen, wenn er genehmigt ist, weil der wird jetzt relativ schnell dann genehmigt werden, dass es auch nicht ganz einfach sein wird, weil es werden tatsächlich auch vor allem bestehende Wohngebiete auch in rote Zonen drin sein, wo es dann die Konsequenz ist, dass entweder Verbauungen stattfinden oder Aussiedlungen. Und das wird natürlich eine ziemlich heiße Angelegenheit. Meines Erachtens, unabhängig davon, ist natürlich die Sicherheit der Menschen am wichtigsten, und das ist schon auch konkret umzusetzen. Also wir sind auch, ich glaube, die Gemeindeverwaltung ist jetzt da relativ weit. Korrekterweise muss man dazu sorgen, das hat der Gesetzgeber auch so vorgesehen, dass in der Zwischenzeit, bevor dieser Gefahrenzonenplan genehmigt ist, muss jeder Bauantragsteller selber ein geologisches Gutachten einholen, wo es richtig ist, aber insofern natürlich ein großer Nachteil ist, weil jeder Private nochmal 2.000, 3.000 Euro zusätzliche technische Spesen hat, wo es natürlich vermeidbar gewesen war, wenn es früher genehmigt worden wäre. Aber es dürfte also nicht so sein, dass neue Zonen in Gefahrenzonen entstehen oder neue Bauten in Gefahrenzonen entstehen, weil ja eigentlich immer ein geologisches Gutachten da sein muss. So darf es nicht genehmigt werden. Gibt es einen konkreten Zeitplan? Also, weil Sie sagen bald, was heißt also, bald? Also ich gehe mal davon aus, dass in diesem Jahr das Gutachten von den zuständigen Landesämtern kommt, und dann muss er sukzessive umgesetzt werden. Weil wenn jemand jetzt sagen darf, okay, die Umsetzung erfolgt innerhalb von einem Jahr, ist nicht möglich, weil wir wissen nicht, was das für Kosten sein. Und da kommen massive Kosten auf die Gemeinde zu. Aber was heißt dann bald, 2021? Also wird 2020 sicherlich zurückkommen und kann genehmigt werden und wird dann noch Priorität umgesetzt werden. Also das ist aber sicherlich ein Vorhaben, den gesamten Gefahrenzonenplan umzusetzen von 5 oder 10 Jahren, sei ich sicher, weil es auch nicht anders möglich wäre. Nur, dass wir wissen, was bald heißt. Ja. Herr Gritsch. Also
Ganz kurz zur Thematik Gefahrenzonenplan. Das mit den Kosten kann man so nicht stehen lassen, weil, wie gesagt, in Südtirol gibt es von den 116 Gemeinden 42, die noch bisher noch keinen Gefahrenzonenplan umgesetzt haben. Naturens gehört leider auch dazu. Und das große Problem ist, ein Gefahrenzonenplan, wie schon der Name sagt, ist ein Planungsinstrument, mit dem man sozusagen die Bautätigkeit in Sicherheit gewährleisten kann. Das heißt, man schließt a priori schon bestimmte Gefahren und bestimmte Zonen aus. Man muss jetzt wirklich hinzufügen, das ist natürlich auch wieder ein Manko sozusagen der politischen Führung hier, dass dieser Gefahrenzonenplan nicht erstellt worden ist, weil dadurch hat man wirklich mehr Ermessensspielraum auch in der Ausweisung von bestimmten Zonen. Weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, wie bestimmte Menschen mich auf der Straße angesprochen haben, das kann einfach nicht möglich sein, dass man zum Beispiel in der Nähe eines Baches und so weiter baut, wo wirklich eine faktische Gefahr besteht. Wer haftet morgen, wenn irgendetwas passiert? Und wenn nicht nur ein ziviler Schaden passiert, wenn Menschen zum Beispiel zu Schaden kommen oder gar sterben. Und demgemäß muss man auch sagen, unabhängig, ob dieser Gefahrenzonenplan besteht oder nicht, in solche Zonen darf man einfach nicht bauen. Und der Gefahrenzonenplan hätte längst schon umgesetzt werden müssen. Also hier ist die Gemeindeverwaltung sehr, sehr säumig. Herr Gritsch, das würde mich jetzt interessieren, weil Sie das ja studiert haben. Ja. Sie sprechen von den Fehlern des Bürgermeisters, der die letzten 15 Jahre war. Wenn Sie jetzt Bürgermeister werden, müssen Sie dann die Fehler ausbaden? Haften also Sie dann? Die Haftung hängt immer damit zusammen, also welche Person bzw. welches Rechtssubjekt zu dem Zeitpunkt diese Maßnahmen beschlossen hat, beziehungsweise dasselbe ist ja auch zum Beispiel mit der zivilrechtlichen Haftung, wenn zivilrechtliche Schäden entstehen. Wie gesagt, jetzt haben wir leider, muss ich auch wieder feststellen, auf der digitalen Amtstafel einen Beschluss, wo eine größere Summe jetzt auf die Gemeinde zukommt, wo sie ohnehin schon so schwer verschuldet ist. Und zum Beispiel in dieser Art von Haftung trifft es alle Mitglieder des zuständigen Kollegialorganes. Das heißt, wenn der Gemeinderat zum Beispiel bestimmte Sachen entscheidet, alle Mitglieder des Gemeinderates, die dafür gestimmt haben, müssen morgen haften. Zivilrechtlich, strafrechtlich und natürlich auch vor dem Rechnungshof. Nicht? Und da haften sie persönlich und gesamtschuldnerisch. Insofern stellt sich dann die Frage, wieso macht dann überhaupt noch jemand Politik? Oder? Das ist schon, wieso macht überhaupt noch jemand Politik, wenn man so in die Bredouille kommen könnte? Ja, deswegen sollte man sich auch ein bisschen einlesen ins Recht. Ja. Und vor allem, wie gesagt, man sollte es sich schon vor Augen führen, also wir sagen ja, wir übernehmen Verantwortung, Führung durch Verantwortung. Bürgermeister sein ist nicht nur eine politische Show, ein Geschwafel. Man kann nicht nur diese politischen Themen rauslassen oder einfach die Menschen vertrösten, weil es wurde in den letzten Jahren immer wieder uns mitgeteilt, die Menschen wollen ernst genommen werden, die Menschen verlangen eine klare Sprache, sie wollen auch begreifen. Man kann nicht sich hinter hohen Sprachgebirgen verschanzen und keinen Inhalt raus tun, nicht? Ich hoffe schon, dass wir heute inhaltlich sehr viel... Darf ich inhaltlich ergänzen? Ja, bitte. Nur damit das korrekt ist. Also bei der Ausarbeitung vom Siedlungsentwicklungskonzept, was wir ja vorbildlich gemacht haben in Naturns, bereits 2005 wurde der Gefahrenzonenplan, also wie er halt damals schon ist, darunter gelegt. Also ist man hat schon also diese Ergebnisse, die da gewesen sind, sehr wohl berücksichtigt. Und wenn man die rechtliche, ich bin jetzt kein Jurist, aber soweit ist es eigentlich sonnenklar, wenn die rechtliche Perspektive angeschaut wird, dann muss man sagen, in dem Moment, wo ein geologisches Gutachten da ist, wirst du mir Recht geben, dann haftet der Geologe, weil soll ich Recht voraussetzen, bevor ich die Konzession ausstellen kann. Also ich gehe mal davon aus, dass keine Konzession ausgestellt worden ist, ohne dass die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür gegeben gewesen sind. Ich würde die restliche Zeit bitte nicht jetzt mit diesem Thema verbringen, weil ich glaube, es gibt noch andere Themen und ich habe vorhin das Stichwort Recyclinghof gehört. Ja. Genau, wer war das bitte? Können Sie ins Mikrofon sprechen, dass wir Sie hören? Ich hätte gerne mal eine Frage zwischen Recyclinghof. Jetzt warten wir schon mal ein paar Jahre schon drauf, dass wir können unsere ganzen Abfälle da heute, leider ist ja nichts, wie ich jetzt gehört habe, hat es auch die Gemeinde versäumt, in ein Land eine Ansuchung wieder zu machen. Natürlich muss die Gemeinde scheint, wie ich gehört habe, auch andauernd zahlen für den Recyclinghof, dass überhaupt noch weiterhin betätigt wird. Ich hätte jetzt gerne eine Frage, wie schnell ist es möglich, dass es der Gerling einmal das mit dem Recyclinghof einmal klappert und dass das einmal richtig in Angriff geworden wird, dass es einmal neu gebaut wird. Es scheint selten Fehler gemacht worden sein, egal von einem Menschen oder von mehreren Menschen. Ich habe mich leider auch noch einmal gefragt, wenn 20 in der Gemeinde rein hocken, dass keiner instand ist gewesen, um nachzuschauen, warum das versammelt worden ist. Können Sie uns kurz umreißen, was das Problem ist? Vielleicht wissen Sie es alle, aber ich weiß nicht genau, was das Problem scheint, ist. War das doch von der EU aus und von Land aus, war das eigentlich lang schon nicht passieren,
dass der Recyclinghof überdacht hätte müssen werden, neue Gebäude gemacht werden und es ist alles zusammen versäumt geworden. Natürlich muss jetzt Scheins Naturens Strafe zahlen. Und wenn das Land jetzt sagt, jetzt ist Schluss, dann wissen wir Bürger, wohin mit Los, Papier und so weiter. Wo gehen wir hin? Und wohin gehen Sie? Ja, wohin soll man noch gehen? Ja, das frage ich Sie. Wohin gehen Sie? Ja, zurzeit dürfen wir noch unten noch das Zeug abgeben in Recyclinghof. Okay. Aber wie lange? Alles klar. Ich würde diesmal vorschlagen, dass Sie beginnen mit dem Antworten, weil Sie vielleicht konkret wissen, auf welchem Stand das ist. Und dann gebe ich die Frage in die Runde. Oder nicht? Sie kennen sich auch nicht aus? Ich bin ein einfaches Gemeinderatsmitglied und deswegen nicht der Zuständige. Oder ich bin nicht in der Verwaltung drin, deswegen kann ich leider. Aber Sie haben Einblick. Ich kann bedingt Antworten geben und das ein bisschen probieren zu umreißen, wo es die Situation anbelangt, wie es weitergeht. Und zusammen kann man sagen, tatsächlich ist es so, gewisse Dinge können nicht mehr abgeben worden. Das generiert auch Mehrkosten für die Gemeinde, was natürlich ein Misszustand ist. Und dann haben wir in der Gemeinde, im Gemeinderat immer wieder aufmerksam gemacht, also auch parteienübergreifend und gesagt, das ist etwas, wo einfach Unzufriedenheit herrscht, wo wir als Bürger auch Probleme haben, erstens im Service und zweitens auch bei den Kosten. Die Gemeinde hat jetzt in der Zwischenzeit einen Vorschlag dann auch einen zusätzlichen Grund angekauft und es besteht ein Konzept, wie der Recyclinghof ausgebaut werden soll und eine Teilfinanzierung ist im Mehrjahreshaushalt drin. Ob jetzt die konkreten, weiß ich nicht, weil ich nicht der zuständige Referent bin, aber ich glaube, sie ist anwesend, deswegen kann ich Sam ja auch fragen, sie kann ja Stellung dazu nehmen. Sie war, glaube ich, die seriöseste Antwort, weil jetzt sind irgendwo so halb haben Informationen. Haben wir den oder die zuständige Referentin hier heute? Ja, bitte das Mikrofon, dass wir gemeinsam wissen, wovon wir reden und auf welchem Stand wir sind, dann können die Kandidaten, glaube ich, auch besser antworten. Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich muss auch nicht antworten da, aber jetzt tue ich es gern, weil da steht so vieles im Raum, was einfach nicht stimmt. Und ich habe es bis heute eigentlich nie sagen wollen. Und es wird allem und allem jetzt in Forderung gestellt, dass ich bin der Müller Helmut, als Referent zuständig bin für den Recyclinghof und dass ich alles verschlafen hätte. Jetzt sage ich heute einfach einmal die Wahrheit. Sagen Sie uns bitte, ich habe vor 10 Jahren. Nein, Herr Müller, Entschuldigung, ja? Wir wollen nicht in die Geschichte eintauchen. Ja, muss sagen aber auch ein bisschen Sie uns, sein. Sagen Sie uns einfach, was Stand der Dinge ist. Das hat man verschlafen. Das darf ich schon sagen, ohne Satz, da hat das man hat gar nichts verschlafen. Gesagt. Das Land hat gesagt, wir müssen den Recyclinghof sanieren. Und das ist vor 10 Jahren gewesen. Hat es eine andere Referentin gegeben. Das ist nicht gemacht worden. Wir haben dann die Gelder anderweitig immer wieder eingesetzt und verbraucht, auch in meiner Zeit. Und dann hat das Land irgendwann gesagt, wenn ihr nicht irgendwas macht, dann können wir den Recyclinghof schließen. Okay, Stand der Dinge jetzt? Ja, dann hat es 3 Studien gegeben mit Sanierung. Zuerst hat das Land einverstanden gewesen mit 100.000, dann ist das Land einverstanden gewesen mit 250.000 und bis zum Schluss hat es 400.000 gekostet, dass das Land einverstanden war gewesen. Immer noch ohne Überdachung, gell? Mhm. Immer noch nicht auf dem neuesten Stand. Dann habe ich als Erster gesagt, das ist eine halbe Sache, ich schlage vor den Ausschuss und den Gemeinderat, es ist neu zu bauen, eine vernünftige Sache zu machen und das werden wir, oder das wird die neue Verwaltung auch machen, weil wir haben dann gesehen, wir haben zu wenig Areal, zu wenig Grund und haben wirklich schnell gehandelt und haben 2200 Quadratmeter angekauft, um diesen Recyclinghof neu zu bauen. Und der Recyclinghof wird sicherlich die nächsten Jahre auf neuen Stand gebracht, wo man das ganze Recyclingzeug von oben nach unten entsorgen kann, so wie im landesweit die neuesten Recyclinghöfe dastehen. Für die Natur wird es ein großer Vorteil sein, dass endlich ganz ein neuer Recyclinghof dasteht. Und dass man heute nichts mehr abgeben kann oder nur mal das Halbe, das stimmt auch nicht. Wir haben die Schadstoffe nicht mehr abnehmen können und haben dann die Firma Santini beauftragt, dass 2x im Monat die Schadstoffe, das heißt nur alte Batterien, Alt-El, was halt in Schadstoffe einfällt, wird 2x im Monat abgeholt und nicht mehr jedes Mal, wenn der Recyclinghof offen ist. Okay. Aber alle anderen Sachen werden weiterhin alle angenommen. Und mit dem Land ist ausgemacht, wenn wir diesen Weg gehen, dass wir das jetzt neu bauen, dann wir bekommen keine Strafe und haben auch eine gewisse Zeit, das zu machen. Herr Müller, nur kurz Nachfrage. Das heißt, der Baugrund für den neuen Recyclinghof, der ist bereits ausgewiesen. Der Baubeginn. Der ist gekauft und jetzt braucht es eine Baulabländerung, die ist schon im Gange. Und dann, sobald das ist, kann der Baubeginn sofort gemacht werden. Sofort heißt? 1 Jahr. Okay. Bald ist 5 bis 10 Jahre. Haben wir heute auch gelernt.
Okay, vielen Dank, Herr Müller, für die... Ich glaube, der Klärungsbedarf war da. Wollen Sie dazu noch was sagen? Oder wollen wir damit das Thema erledigen und gehen auf ein weiteres Thema ein? Also, ich möchte nicht sagen, speziell zwei Sachen sind unten passiert. Und da ist sehr wohl sein Versäumnisse passiert, weil sonst wäre der Zustand nicht. Man muss sehr wohl an zum Erdbau rausfahren mit Sperrmüll. Die ganze Logistik ist eigentlich eine Katastrophe, aber das wird ja jetzt unter meiner Ära alles anders. Das wird ein innovativer. Und ich werde mir die fähigen Leute alle aussuchen, sollte ich Bürgermeister werden. Es gibt innovative Recyclingöfen, Herr Müller, Helmut, du weißt, das in ganz Südtirol gibt es mittlerweile auch schon digitale Recyclingöfen. Und wenn wir schon so viel Geld budgetiert haben jetzt und schon verplant haben, dann müssen wir auch was Tolles bauen. Naturs will immer eine Vorzeigegemeinde sein und deswegen müssen wir es auch in diesem Sektor sein. Das ist okay. Mal wichtig. Herr Albrecht, aber noch ein Versäumnis hätte ich auch anzumerken, das wissen viele Bürger vielleicht nicht. Man hätte auch vor Jahren einmal die Mitarbeiter vom Recyclinghof und von der Kläranlage unten befragen sollen, wenn es damals um den Schwerpunkt gegangen ist, um Olzham in Meran anzuschließen an die Kläranlage. Nicht? Da steht jetzt ein Pumpwerk unten zum Beispiel, das hätte man nicht bauen müssen, das kostet in der Gemeinde 40.000 Euro, wenn es mir nicht täuscht, jedes Jahr. Solche Sachen hätte man sich sparen können, hätte man einmal auch die normalen Leute, den normalen Mann, der mit diesen Sachen zu tun hat, mal gefragt, was, wie sehen Sie die ganze Sache? Und das finde ich ein Riesenversäumnis auch von den Vorgängern. Und durch meine Ära wird es anders. Okay, ich möchte dazu noch Folgendes sagen. Wir reden gerne über verschüttete Milch. Das machen wir alle gerne. Ja. Aber wir wollen heute in die Zukunft schauen. Und wie wir gehört haben, es wird einen Neubau geben. Herr Jonas Christanel, Sie würden auch gerne noch was dazu sagen? Na, generell nur eine kleine Anmerkung, was mir einfach auch wichtig ist, wie der Werner gerade gesagt hat. Oft brauchen wir einfach die Experten, was wir vor Ort haben. Auch beim Verkehrsplan. Also die Leute aus der Praxis, meinen Sie? Aus der Praxis, beim Verkehrsplan und ganz konkret, dass ich da mit einem Busfahrer rede, dass ich mit einem Auslieferer rede, dass ich mit einem LKW-Fahrer rede. Ich glaube, die Leute müssen wir ganz bewusst einbeziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil da haben wir die Leute aus der Praxis und die Leute haben wir da in Naturns. Und die brauchen wir bei ganz, ganz vielen Projekten. Gleich kurz, Klammer zu. Ja, bitteschön. Zum Recyclinghof. Ja, zum Thema Recyclinghof. Also ganz stimmt die Version vom Herrn Müller nicht, denn man hat wirklich jetzt erfahren, dass es sehr wohl Versäumnis seitens der Regierung gegeben hat, speziell vom Vizebürgermeister. Und auch, man muss jetzt sich schon mal vor Augen führen, dass sich ein Politiker diplomatisch aufführen sollte, mit den Landesbeamten gut und korrekt auskommen sollte, weil es kann nicht sein, dass der Bürgermeister sich für einen bestimmten Mitarbeiter entschuldigen muss. Herr Gritsch, reden wir wieder über verschüttete Milch? Ja, wir reden über den Recyclinghof, nicht? Ja, aber wir und deswegen kann man schon sagen, jetzt, wenn der Herr Müller sagt, wir bekommen jetzt einen neuen Recyclinghof mit 400.000 Euro, den wir Bürger uns selber zahlen, das ist nicht gerade eine große Errungenschaft, wenn den Bürger selber bezahlen, oder? Aber das Land finanziert mit, oder? Das habe ich schon, also es ist jetzt... Okay, die Details muss man wahrscheinlich noch klären, aber es ist jetzt nicht reine Bürgerbeteiligung am Recyclinghof. So habe ich es verstanden. Berichtigen Sie mich bitte, falls es falsch ist. Da haben Sie ja recht, natürlich. Aber es ist trotzdem was anderes für die Gemeindekasse, ob das Geld vom Land kommt oder nicht. Aber prinzipiell haben Sie recht, natürlich. Ja, wir. Wollen Sie es nochmal sagen, vielleicht ins Mikrofon? Woll, Claudio? Na, wer ist das Land? Wer ist der Staat? Das sind ja wir Steuerzahler. Und nachher, wenn ich etwas bekomme, ist es ja gleich, wenn der Nächste weniger bekommt. Weil der Topf ist so groß und wer am meisten rausnimmt, der Nächste bekommt weniger. Ist im Sozialwesen genau dasselbe. Mhm. Dankeschön für diesen Einwand. Herr Christanel, Sie waren noch nicht zum Recyclinghof. Möchten Sie was sagen oder schließen wir das Thema ab? Nein, ich will auch sagen, also es ist auf Schiene und muss so schnell wie möglich umgesetzt werden. Ja. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Bitte schön, hier vorne. Nur einen Satz. Ich bin 15 Jahre in der Gemeinde tätig, als Gemeinderat und 10 Jahre Vizebürgermeister. Und wegen meiner Sache hat sich noch nie der Bürgermeister entschuldigen müssen, wegen mir. Das ist nicht wahr. Okay, wir haben... Ich habe Sie gehört. Jetzt los, Helmut. Oh, jetzt wird es gefährlich, wenn es anfängt mit jetzt los, Helmut. Mit 10 Jahren, 14 Jahren.
hat die Referentin anscheinend Scheiße gebaut, oder? Nein. Und das hast du jetzt 10 Jahre verschwiegen. Das habe ich nicht gesagt. Du hast noch gesagt. Ich darf es nochmal wiederholen. Wenn ich darf. Und sonst bin also ich glaube, das ist der unpassende Ort heute hier, ja. um diese echt alten Geschichten verschlafen zu lösen. Verschlafen hat hier überhaupt niemand was. Herr Müller, wir haben Ihre Position verstanden. Na, er hat das gefragt und deshalb gebe ich noch mal eine Antwort. Vor mir war die Referentin von der Zukunft Naturens, Margot Schager, zuständig und hat auch versucht zu sparen und hat immer versucht, mit den Mitteln, was möglich ist, für den Recyclinghof auszukommen. Und das hat auch damals schon das Land darauf hingewiesen, dass man das und dies, jenes machen sollte. So wie auch bei mir danach, wie ich gesagt habe, mit 100.000 hat es angefangen, hat man konkrete Zahlen, weil man eine Studie, ein kleines Projekt vorgelegt hat mit 100.000, dann waren es 250.000, ja, bis zum Schluss waren es 400.000. Und dann haben wir entschieden, neu zu bauen. Ja. Herr Müller, danke schön. Da braucht niemand eingeschnappt zu sein. Ich bezeichne das auch nicht als Fehler, sei es von mir und auch nicht von der Frau Schager. Es hat sich so ergeben, wir haben die Schulden abgebaut, wie es vorhin geheißen hat, und es hat sich auch kein Bürgermeister wegen mir entschuldigen müssen. Und das sage ich dazu gar nichts mehr. Gut, und ich würde das Mikrofon auch gerne weitergeben. Sie haben noch eine ganz dringende Frage. Ja, zum Thema Bürgerbeteiligung möchte ich nur in Erinnerung rufen, dass wir in der Gemeindesatzung Artikel 40 Bürgerbeteiligung drinnen haben, jährlich, das letzte Wochenende im Oktober, den Bürgerrat einzuberufen. Es hat zweimal stattgefunden und dann nicht mehr. Also das möchte ich schon in Erinnerung rufen. Also dass die Dinge, die eigentlich schon da sind, die dann auch die dann auch werden. Genutzt werden, weil und ich glaube, dass die zwei Bürgerräte, die getagt haben, die Teilnehmer begeistert waren, dass auch sehr gut gearbeitet wurde, dass Themen erarbeitet wurden, aber eben, wie Zeno gesagt hat, es fehlt an der Umsetzung. Okay, vielen Dank noch für den Hinweis. Ich habe das Gefühl, heute ist sehr viel Bürgerbeteiligung hier. Ich danke Ihnen auch für die Fragen. Es gibt noch eine letzte, aber ein Statement. Darf ich etwas fragen? Bitte, hoffe, es ist eine kurze Frage. Ihr habt eine konkrete Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, wer mit mir redet. Ich habe dem Herrn mit dem gelben T-Shirt. Ja. Jetzt sehe ich Sie. Darf ich? Ja. Ich hätte eine konkrete Frage an Herrn Zeno Christianell. Und zwar, Landwirtschaft und Tourismus gehören in der Turms her, sind wichtig. Man hört allem wieder in Dorf, Herr Zeno Christianell, dass Sie mit der Landwirtschaft und mit dem Tourismus Schwierigkeiten haben. Dass Sie eigentlich mit der Landwirtschaft nicht kennen, beziehungsweise auch mit dem Tourismus ziemlich viele Ängste da sein. Erklären Sie das oder beziehungsweise wie stehen Sie heim zur Landwirtschaft und zum Tourismus von der Turms da? Können Sie eine ganz kurze Antwort geben? wesentliche? Okay. Ja, ich denke, es ist, das kann ich eindeutig natürlich widerlegen. Ein Beispiel, also der ehemalige Präsident vom Tourismusverein unterstützt mich ja und wir haben sehr gut zusammengearbeitet, also wir haben wirklich sehr, sehr viel gemacht. Also ich glaube, im Bereich Tourismus kann jeder bestätigen, dass ich sehr offen gewesen bin. Wir haben gemeinsam das Tourismusentwicklungskonzept gemacht. Wir haben eigentlich sehr, sehr viel umgesetzt. Ich glaube kaum, dass irgendjemand behaupten kann, dass es Schwierigkeiten gibt. Also natürlich bin ich teilweise kritisch, das stimmt, ich hinterfrage die Sachen, wie es sich auch gehört, aber wir haben eigentlich sehr, sehr viel weitergebracht und sehr, sehr gut zusammengearbeitet, eben in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Deswegen, das muss ich, und jeder, glaube ich, der jetzt wer da ist und etwas mit mir zu tun gehabt hat, kann das sicherlich auch bestätigen, dass das sicherlich eine üble Nachrede ist höchstens, sondern dass da nicht in der Substanz da ist. Und ich möchte auch sagen, im Bereich der Landwirtschaft, da werden teilweise Ängste geschürt, dass da dann auch irgendwelche Dinge nicht mehr gehen oder keine Ahnung. Das ist auch alles total unbegründet. Also wer irgendwann mal mit mir zu tun gehabt hat, weiß, ich bin ein sehr offener Mensch, wenn irgendwelche Fragen da sind. Ich gehe auf jeden zu, ich bin bereit mit, also das ist ja auch irgendwo mein Thema, Bürgermeister für alle, dass es da eigentlich ganz überhaupt keine Schwellen gibt. Und ich möchte da sehr konkrete Beispiele bringen, weil Sie gesagt haben, man muss konkret werden. Wir haben beispielsweise in der Berglandwirtschaft super kooperiert. Wir haben dann bei den Höfen die Grün-Grün-Anpassungen gemacht, gemeinsam mit den Bauern. Ich habe kurz auch gesagt, gell? Ja, okay, stimmt. Aber
da muss man schon wirklich sagen, das ist eine üble Nachrede, die vielleicht auch bewusst irgendwie gesteuert wird. In der Realität ist es ganz anders und mir ist es einfach wichtig, das auch zu sagen, dass ich für alle da bin und dass ich wirklich auch die unterschiedlichen Interessen vertrete und alles ernst nehme und seriös behandeln möchte. Okay, eine letzte Frage. Ich möchte etwas Positives sagen, und zwar einmal jetzt, dass vier Kandidaten, vier Bürgermeister zur Verfügung sind. Und das ist schon einmal eine tolle Sache eben, weil es ist nicht selbstverständlich eben, dass sich so viele Leute, auch junge, neue Leute zur Verfügung stellen. Und da einmal ein großes Kompliment, weil man hat gehört, dass in vielen Gemeinden fänden sie nicht einmal gescheit einen Bürgermeisterkandidat. Das muss einmal gesagt werden, auch von uns. Plus sind auch ganz viele Gemeinderäte, die was da sind, junge Leute, die sich das mal zur Verfügung stellen, was auch ganz positiv ist, die was sozusagen morgen die Gemeinde mit den Referenten mitgestalten eben. Und man hört da schon außer den zehn, aber die anderen drei, dass die noch keine Erfahrung haben, weil ich scheint ganz klar rausgekommen, da werden einfach so Sachen geredet eben. Ich kann da aus Erfahrung reden, weil ich bin auch 10 Jahre im Gemeinderat gewesen und dass das nicht gerade so einfach ist, wie da ein paar Sachen gesagt worden sind, das ist scheint kein Problem. Das sind die neuen Medien und die ganze Möglichkeit. Es wird auf Henk ganz viel Arbeit zukommen und deswegen wünschen wir da, dass es alle gut in den Camps, dann macht es einmal die Erfahrung, dann werden wir sehen, in 5 Jahren redet es vielleicht wieder ein bisschen anders. Deswegen. Eine ganz schnelle Abschlussrunde machen. Und zwar, Sie müssen sich jetzt nicht nochmal anpreisen. Ich glaube, die Leute haben sehr gut verstanden, wie sie sind, wer sie sind, was sie auch einbringen können, welche Kompetenzen sie mitbringen. Ich würde gerne in dieser Abschlussrunde von Ihnen hören, was Sie heute mitnehmen von diesem Abend, was Sie gehört haben und was Sie in ein mögliches Bürgermeisteramt hineintragen. Beginnen wir bei Ihnen. Oder fangen wir beim Freiwilligen an. Fangen wir an, gerne. Und ich rede. Fangen Sie gerne an, Herr Christian. Nein, ich glaube, was ich heute mitnehme, ist das, was ich generell allem gern mitnehme. Ich glaube, man muss das Positive an die Situationen sehen, das Positive an die Momente und auch an dem Moment. Und sicher, es ist für mich heute etwas Neues. Und ich bin so dankbar, dass ich da sein darf. Weil ich glaube, erst wenn man versteht und das annehmen kann und eben aus den neuen Situationen auch lernen kann und nicht aufhört, auch anzunehmen, dass einer vielleicht einmal etwas besser weiß. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das nehme ich heute mit auch. Und ich nehme auch noch einmal in Gedanken mit, was vielleicht vergessen worden ist. Es geht nicht allein um einen Bürgermeister. Ich glaube, jeder Bürgermeister braucht ein gutes Team um ihn rundherum. Weil alleinig ist ein Bürgermeister nicht. Es macht das Team aus, wo man miteinander arbeitet, wo man miteinander in die Zukunft schaut. Und ich glaube, das ist es, was uns einfach auch alle noch einmal bewusst werden muss. Dass man einfach zusammenschaut, miteinander, für unsere Zukunft, für unsere Natur und auch für unsere Kinder, für die Jungen, die was da heim, einfach da sein. Und da möchte ich mich auch noch einmal bedanken an alle, die was heim gekommen sind. Und dass man einfach auch als Bürgermeister morgen für alle da ist. Es ist ganz gleich, wer morgen auch mit der Frage kommt oder nicht. Wichtig ist, dass man sich in die Augen schauen kann, dass man lernen kann aus den Situationen und dass man morgen jeden gleich behandelt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das nehme ich auch mit heute so. Und möchte es aber auch gleichzeitig allen mitgeben. Dankeschön. Ja. Ja, mich freut es außerordentlich, dass ich mich da heute vorstellen gekannt. Die wenigsten haben mich ja eigentlich sonst live im Dorf gekannt wahrscheinlich. Und das, was ich mitnehme heute, ist Folgendes. Ich erinnere, dass jeder, der da einmal in die Politik eingestiegen ist, auch einmal neu angefangen hat und nicht aus der Politikerfahrung heute noch dieses Dorf gemanagt hat, sondern im Laufe der Zeit mitgewachsen ist. Und so wird es auch uns gehen. Ich gehe davon aus, dass wir alle vier hineingewählt werden. Die Position ist noch nicht ganz klar. Das wird sich jetzt noch die nächste Woche dann auskristallisieren. Das wird ihr entscheiden, welche Position wer da erreichen wird. Mich freut es gewaltig, wenn ich mitarbeiten darf, meine Kompetenzen mit einbringen kann. Und ich sehe, es sind alles vernünftige, bodenständige Leute, konstruktiv, toll mitarbeiten in dieser Gemeindeverwaltung. Und danke sehr für den schönen Abend. So, wer von Ihnen zweien
Du bist noch dabei beim Vorbereiten, okay? Ja, danke. Nein, ich möchte den Kreis eigentlich schließen, so wie ich eingestiegen bin, so möchte ich jetzt auch aufhören. Und zwar, mich hat jetzt einfach begeistert, dieses Miteinander diskutieren und auch das Kontroverse diskutieren und diese politische Kultur, die wir jetzt da gemeinsam leben. Und ich bin einfach überzeugt, wenn wir das mitnehmen und eben noch mehr probieren, aufeinander zuzugehen, dass es dann gelingt, auch nach dem Wohlen zusammenzuschauen und zusammenzuhelfen. Und ich habe jetzt noch mehr Begeisterung und noch mehr Idealismus, da einfach weiterzumachen. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, danach alles wieder zusammenzuführen und dass man wirklich auch parteienübergreifend, weil ich glaube, ein Bürgermeister muss für alle da sein, also braucht nicht auf Parteien schauen, parteienübergreifend ein gutes Team zusammenzustellen, ein gutes Team, das dann natürlich in den nächsten 5 Jahren gut weiterbringt und gut nach vorne bringt. Dankeschön. Ja, wie gesagt, natürlich gilt mein Dank auch den ganzen Menschen, die hier gekommen sind, dass ich Zeit genommen haben, dass sie sich politisch interessieren. Und das ist, wie es bereits angesprochen worden ist, das Wichtigste für uns alle, dass wir gemeinsam an den politischen Prozess teilnehmen, dass wir, was ich heute mitnehme, das Verständnis habe für die anderen Positionen, klare Worte für die Menschen, für die Bürger, dass sich Menschen auch wirklich jetzt getraut haben, an uns selber hier Fragen zu stellen. Und ich bin überzeugt, wir lassen es natürlich den Menschen über, wen sie wählen und wie sie wählen. Und wir werden gemeinsam das Beste für Natur uns machen. Das kann jeder von uns sagen. Und wie gesagt, dann werden wir gemeinsam auch im Gemeinderat schauen, wie wir am besten uns sozusagen verständigen können und dem das Dorf weiterbringen. Und demgemäß möchte ich mich nochmal bedanken und bin auch bereit, wie gesagt, alles da einzulegen, was wir vorhin schon gesagt haben. Danke. Dankeschön. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, allen Vieren, auch der Partei, die keinen Bürgermeisterkandidaten stellt, natürlich alles Gute und wünsche Ihnen eine gute Wahl am Sonntag und am Montag. Dankeschön, dass Sie heute hier waren. Schönen Abend noch.